Wir wollen noch mit Gebet beginnen. Herr Jesus Christus, danke, dass du uns diesen Tag schenkst. Dieses wunderbare Wetter, diese schöne Gemeinschaft, und dass wir so die Zeit benutzen dürfen, um dein Wort in Ruhe zu studieren. Wir bitten dich um deine Hilfe, deinen Segen, deine Leitung an diesem Nachmittag. Schenke uns deinen Segen und deinen geistlichen reichen Gewinn aus deinem Wort. Leite uns beim Studium des Buches Daniel. Amen. Nachdem wir nun das ganze Buch Jesaja Vers für Vers durchgearbeitet haben, kommen wir heute neu zum Buch Daniel. Ich habe schon an einem früheren Bibelstudientag eine allgemeine Einführung gegeben in das Buch Daniel. Aber jetzt wollen wir Vers für Vers durch das ganze Buch hindurchgehen. Haben alle das Skript bekommen? Wer braucht es noch? Da vorne kann man sich noch bedienen. Man braucht das Skript, damit man gut mitkommt. Wir stehen nicht unter Zeitdruck. Und obwohl ich hier auf dem Skript die Kapitel 1 bis 3 vorbereitet habe, so machen wir einfach vorwärts in dem Tempo, dass es einen geistlichen Gewinn bringt. Wir müssen nicht unbedingt mit Kapitel 3 heute fertig werden. Obwohl ich schon eine allgemeine Einführung gegeben habe, sollten auch jetzt noch ein paar grundsätzliche Dinge gesagt werden zum Buch, seinem Charakter, seiner Bedeutung und Absicht. Zuerst ein paar Worte zum Zeitpunkt der Entstehung des Buches. Das wird uns gleich am Anfang mitgeteilt. Ich lese nun Daniel 1 ab Vers 1. Im dritten Jahr der Regierung Joachims, des Königs von Juda, kam Nebukadnezar, der König von Babel, nach Jerusalem und belagerte es. Und der Herr gab Joachim, den König von Juda, in seine Hand. Und einen Teil der Geräte des Hauses Gottes, und er brachte sie in das Land Sinear, in das Haus seines Gottes. Die Geräte brachte er in das Schatzhaus seines Gottes. Und der König befahl dem Aschpenas, dem Obersten seiner Kämmerer, dass er von den Kindern Israel sowohl von dem königlichen Samen als auch von den Vornehmen Jünglinge brächte, an welchen keinerlei Fehl wäre, und schön von aus Ansehen und unterwiesen in aller Weisheit und kenntnisreich und mit Einsicht begabt, und welche tüchtig wären, im Palast des Königs zu stehen. Und dass man sie die Schriften und die Sprache der Chaldäer lehre. Und der König verordnete ihnen ein tagtägliches von der Tafelkost des Königs und von dem Wein, den er trank. Und dass man sie 3 Jahre lang erzöge. Und am Ende derselben sollten sie vor dem König stehen. Und es waren unter ihnen von den Kindern Juda Daniel, Hanania, Misael und Asaria. Und der Oberste der Kämmerer gab ihnen Namen. Und er nannte Daniel Belsazar und Hanania Sadrach und Misael Mesach und Asaria Abednego. Und Daniel nahm sich in seinem Herzen vor, sich nicht mit der Tafelkost des Königs und mit dem Wein, den er trank, zu verunreinigen. Und er erbat sich von dem Obersten der Kämmerer, dass er sich nicht verunreinigen müsse. Gott gab Daniel Gnade und Barmherzigkeit vor dem Obersten der Kämmerer. Und der Oberste der Kämmerer sprach zu Daniel: Ich fürchte meinen Herrn, den König, der eure Speise und euer Getränk verordnet hat. Denn warum sollte ihr sehen, dass eure Angesichter verfallener wären als die der Jünglinge eures Alters, sodass ihr meinen Kopf beim König verwirktet? Und Daniel sprach zu dem Aufseher, welchen der Oberste der Kämmerer über Daniel, Hanania, Misael und Asaria bestellt hatte: Versuche es doch mit deinen Knechten 10 Tage.
Man gebe uns Gemüse zu essen und Wasser zu trinken. Und dann mögen unser Aussehen und das Aussehen der Jünglinge, welche die Tafelkost des Königs essen, von dir geprüft werden. Und tue mit deinen Knechten nach dem, was du sehen wirst. Und er hörte auf sie in dieser Sache und versuchte es 10 Tage mit ihnen. Und am Ende der 10 Tage zeigte sich ihr Aussehen besser und völliger an Fleisch als dasjenige aller Jünglinge, welche die Tafelkost des Königs aßen. Da tat der Aufseher ihre Tafelkost und den Wein, den sie trinken sollten, weg und gab ihnen Gemüse. Und diesen 4 Jünglingen, ihnen gab Gott Kenntnis und Einsicht in aller Schrift und Weisheit. Und Daniel hatte Verständnis für alle Gesichte und Träume. Und am Ende der Tage, nach welchen der König sie zu bringen befohlen hatte, brachte sie der Oberste der Kämmerer vor Nebukadnezar. Und der König redete mit ihnen, und unter ihnen allen wurde keiner gefunden wie Daniel, Hanania, Misael und Asaria. Und sie standen vor dem König und in allen Sachen einsichtsvoller Weisheit, welche der König von ihnen erfragte, fand er sie 10-mal allen Schriftgelehrten und Beschwörern überlegen, die in seinem ganzen Königreich waren. Und Daniel blieb bis zum 1. Jahr des Königs Kores. Also, zur Entstehung des Buches. In Vers 1 lesen wir im 3. Jahr der Regierung Joachims, des Königs von Juda. Das ganze Alte Testament wird durchzogen durch eine Chronologie ohne Unterbruch. Und sie geht dann schließlich sogar rüber bis ins Neue Testament. Die Brücke dazu bildet Daniel 9 mit den Jahrwochen. Und so gibt es also ein chronologisches Gerüst vom Alten Testament her bis ins Neue Testament. Und es ist so, dass man alle Zahlen der Chronologie in der Bibel in ein in sich völlig geschlossenes System bringen kann. Alle sogenannten Widersprüche sind auflösbar, sodass keine Zahl irgendwie nachkorrigiert werden muss. Es geht schön auf. Und in diesem System entspricht das 3. Jahr der Regierung Joachims dem Jahr 606 vor Christus. Damals kam Nebukadnezar nach Jerusalem. Das war die erste Belagerung Jerusalems in einer Serie von 4 Wegführungen. Also in dieser Zeit, 606, wurde ein Teil der Bevölkerung nach Babylon deportiert. Und später gab es eine 2. Deportation. Man kann das kurz nachlesen auf Seite 2 im Skript. Unter Kapitel 1, 3. Jahr Joachims. Da habe ich vermerkt, das ist die 1. Wegführung nach Babel. Es gibt 4 Wegführungen. Also 606, die erste, die hier in Daniel 1 erwähnt wird, und auch in 2. Chronika 36, 5 bis 8. Und später, 597, gab es eine 2. Wegführung. Das ist die Wegführung, in der Hesekiel, der Prophet, nach Babel kam. Hesekiel 1, Vers 2. Beschrieben wird sie in 2. Chronika 36, 9 bis 16. Und schließlich die 3. Wegführung, das war die Katastrophe für Jerusalem. Im Jahr 586 wurde Jerusalem und der Salomonische Tempel dem Erdboden gleichgemacht und dort wurde die Masse der Juden in die Gefangenschaft weggeführt. Wie beschrieben in 2. Chronika 36, 17 bis 21. Etwas später, 582, gab es noch eine 4. Wegführung, die ist nicht so bekannt. Die wird auch nur in Jeremia 52, Vers 30 erwähnt. Da wurde noch eine kleinere Gruppe dann deportiert nach Babylon. Nun, das gibt also den klaren geschichtlichen Rahmen.
des Buches. Es beginnt im Jahr 606. Aber dann haben wir in Vers 21 von Kapitel 1 gelesen, Daniel blieb bis zum ersten Jahr des Königs Kores. Das war im Jahr 539 vor Christus, als die Perser und Meder Babylon, das babylonische Weltreich, in wenigen Schlachten völlig erobern konnten. Und da begann das erste Jahr des Königs Kores von Persien. Also hier haben wir diese ganze Zeitspanne in Kapitel 1 vom Beginn der Wegführung der Juden nach Babylon bis zum Ende. In diesem ersten Jahr des Kores wurde auch gleich die Erlaubnis gegeben von Persien her, dass alle Juden wieder nach Hause kehren dürften aus der babylonischen Gefangenschaft. Was dann auch von Tausenden, von Zehntausenden wahrgenommen wurde, alles beschrieben in Esra 1, 2, 3 und so weiter. Aber das ist nicht das letzte Datum im Buch Daniel. Das letzte Datum ist in Kapitel 10 zu finden. Da werden nämlich die letzten Kapitel, 10 bis 12, datiert auf das dritte Jahr Kores. Also da kommen wir bis ins Jahr 536 vor Christus. In diesem Jahr konnte Daniel das Buch geschrieben haben oder in den Jahren, die darauf folgten. Aber das macht also klar, wir haben da eine sehr lange Zeitspanne von der Wegführung Daniels nach Babylon bis zum dritten Jahr des Kores. Und das macht also klar, dass wenn wir von einem biblischen Alter ausgehen, nach Psalm 90, die Lebenstage sind 70 Jahre, wenn es hochkommt 80, da sehen wir, dass Daniel also ganz am Schluss ein alter Mann war mit biblischem Alter. Und das macht klar, als er da nach Babylon kam, da war er sehr jung. Man könnte denken, man kann es nicht beweisen, man könnte denken, 13, 14 Jahre alt, könnte auch sein, ein bisschen mehr, aber in dieser Größenordnung. Also das Buch Daniel umfasst das ganze Leben Daniels von seiner Teenagerzeit bis in sein hohes Alter. Wer ist der Autor des Buches? Das wird im Buch selber nicht ausdrücklich gesagt. Aber der Herr Jesus in Matthäus 24, 15 nimmt auf das Buch Daniel Bezug, und zwar auf Kapitel 9, wo von dem Gräuel der Verwüstung, von einem Götzenbild auf dem Tempelplatz gesprochen wird. Und der Herr Jesus erwähnt das in Matthäus 24, Vers 15. Wenn ihr nun den Gräuel der Verwüstung, von welchem durch Daniel den Propheten geredet ist, stehen seht an heiligem Ort. Wer es liest, der beachte es, dass alsdann die in Judäa sind, auf die Berge fliehen. Und so weiter. Also der Herr Jesus sagt ganz klar, dass das eben von Daniel geredet wurde, was wir da in Daniel 9 und auch Kapitel 12, wo dieser Gräuel auch erwähnt wird, beschrieben finden. Und in einer Handschrift aus Qumran, man nennt sie Florilegium, also Blumenlese, weil es eine Handschrift ist, die so eine Blütenlese ist von verschiedenen Bibelstellen aus dem Alten Testament. Und man fand diese Handschrift in der Höhle 4 von Qumran. Im Ganzen gab es ja 11 Höhlen, die man entdeckte 1947 bis 1956. Die Höhle 4, dort fand man die allermeisten Handschriften und eben auch das Florilegium. Und darum nennt man diese Handschrift 4Q, also vierte Höhle von Qumran, 174. Diese Handschrift hat diese Nummer bekommen, 174. Und da wird aus dem Buch Daniel zitiert und es wird gesagt, dass es eben Daniel, der Prophet, gesagt hat. So wird also durch den Herrn Jesus und auch durch die jüdische Tradition
ganz klar bezeugt, das Buch Daniel stammt von Daniel selbst. In den Handschriften in Qumran hat man insgesamt Überreste von 8 verschiedenen Rollen gefunden, die das Buch Daniel enthalten. In Höhle 1, die 1947 von einem Beduinenjungen entdeckt worden war, fand man 2, in Höhle 4 insgesamt 5, und dazu kommt noch das Florilegium, und in Höhle 6 eines. Die Handschriften wurden datiert auf die Zeit, je nach Rolle, 125 vor Christus bis 50 nach Christus. Mit Ausnahme von Kapitel 12 sind alle Kapitel des Buches Daniel durch diese 8 Rollenfragmente belegt. Aber Kapitel 12 wird im Florilegium zitiert, also in 4Q 174. Und damit kann man sagen, in Qumran sind alle 12 Kapitel des Buches Daniel belegt. Und was auch interessant war für die Forschung, im Buch Daniel haben wir ja ein zweisprachiges Bibelbuch vor uns. Der Anfang ist Hebräisch. Und in Kapitel 2, Vers 4 wechselt die Sprache plötzlich auf Aramäisch. Und das bis zum Ende von Kapitel 7. 8, Vers 1 bis zum Schluss ist dann wieder Hebräisch. Und in diesen Rollen sind diese Sprachübergänge auch belegt. Also das ist nicht irgendwie so, dass später, dass da gewisse Kapitel auf Aramäisch übersetzt worden wären, sondern hier haben wir auch einen Beleg, das ist ursprünglich so verfasst worden in diesen 2 Sprachen. Warum, werden wir später noch sehen, ist alles sehr, sehr interessant. In der Bibelkritik, also in der liberalen Theologie, wird behauptet, das Buch Daniel sei geschrieben worden um 165 herum. 165 vor Christus. Und nicht, wie wir aus der Bibel entnehmen, von Daniel selbst im 6. Jahrhundert vor Christus. Warum sagen die Liberalen das? Das Problem ist die Prophetie im Buch Daniel. Aus liberaler Sicht gibt es das gar nicht, echte Prophetie. Denn das würde ja bedeuten, dass Gott wirklich Propheten Offenbarungen gegeben hat und sie inspiriert hat. Das wird in der liberalen Theologie grundsätzlich abgelehnt. Die Bibel ist nicht Gottes Wort, sie ist Menschenwort. Ja, aber dann ist natürlich für die Liberalen die erfüllte Prophetie ein Problem. Denn Prophetie über Jahrhunderte und Jahrtausende hinweg, die sich erfüllt, das würde ja bedeuten, da ist jemand hinter den Bibelschreibern, der selber Raum und Zeit nicht unterworfen ist. Also, entweder ist die Bibel wirklich von Gott inspiriert oder die Prophetie ist eine Fälschung. Und das ist für die Liberalen kein Problem, zu sagen, natürlich, das ist eine Fälschung. Da hat einer eben um 165, 160 vor Christus hat einer dieses Buch aufgeschrieben, als wäre das von Daniel und als wäre das echte Prophetie, aber das hat er geschrieben nach Erfüllung der Prophetie. Nun, wie kommen die auf die Idee, 165, 160 vor Christus? Ganz einfach, weil ein großer Teil, aber nicht alles, ein großer Teil der Prophetie in Daniel umfasst die Zeit von Daniel, 6. Jahrhundert, über das 5., 4., 3. Jahrhundert bis 165 vor Christus. Und da haben sie sich gesagt, gut, setzen wir das Buch Daniel um 165 an, dann hat er eben das meiste geschrieben, nachdem das quasi schon geschehen ist, und hat das eben betrügerischerweise ausgegeben, als wäre das Prophetie. Aber das Dumme ist, dass die Prophetie Daniel, also das Dumme für die Liberalen, für uns nicht,
Das Dumme für sie ist, dass die Prophetie Daniels ja darüber hinausgeht. In Daniel 9 werden wir sehen, wird der genaue Zeitpunkt des Kommens des Messias vorausgesagt auf das Jahr 32 nach Christus. Und dass er dann ermordet wird. Ja, das wäre aber nach 165 vor Christus. Und in Daniel 9 wird dann weitergesagt, und darauf, als Folge der Verwerfung des Messias, wird die Stadt Jerusalem und der Tempel zerstört. Das geschah 70 nach Christus. Und da können natürlich die Kritiker nicht sagen, ja gut, das Buch Daniel wurde nach dem Jahr 70 geschrieben. 70 nach Christus. Denn wir haben ja Handschriften aus der Zeit des 2. und 1. Jahrhunderts vor Christus und sogar bis ins Jahr 50 nach Christus. Also das geht dann nicht. Und so können wir diesen ganzen Ansatz der liberalen Theologie vom Tisch wischen. Das funktioniert nicht. Die Bibel enthält nachweislich erfüllte Prophetie. Schon der Neuplatoniker Porphyrius, ein eifriger Hasser des Christentums, um 300 nach Christus, schrieb in seinem 12. Buch gegen das Christentum das 11. Kapitel von Daniel, wo so viele erfüllte Prophezeiungen vorkommen, etwa 150. Das könne gar nicht echte Prophetie sein, das sei viel zu genau. Aber es ist genau die Logik auch der modernen Theologen heute, das kann nicht Prophetie sein, es ist viel zu genau. Prophetie gibt es nicht. Aber wir können beweisen, und Prophetie gibt es tatsächlich. Und jetzt kommt dazu, das Hebräisch im Buch Daniel, das ist nicht das Hebräisch, das man heute in Israel spricht. Aber es ist auch nicht das Hebräisch, das gelehrte Juden im Mittelalter in ihren Kommentaren verwendet haben. Aber es ist auch nicht das Hebräisch, das man in Israel redete um die Zeit des Herrn Jesus herum. Und es ist auch nicht das Hebräisch, das man redete im 2. Jahrhundert vor Christus, als Daniel angeblich geschrieben worden war, sondern es ist genau das Hebräische des 6., 5. Jahrhunderts vor Christus. Ich war heute, wissen wir ganz genau, wie sich die Grammatik im Laufe der Jahrhunderte geändert hat. Und wir müssen sagen, wunderbar, das Buch Daniel ist genau in dem Hebräisch geschrieben, das der biblischen Zeitangabe entspricht. Und heute kommt noch etwas dazu. Noch vor einigen Jahren konnte man das nicht so sagen. Heute wissen wir sogar, wie die Rechtschreibung sich geändert hat im Laufe der Jahrhunderte. Also wenn ich ein Manuskript aus Qumran aus dem 2. Jahrhundert vor Christus lese, kann ich sofort sagen, das ist späteres Hebräisch, das ist nicht 6. Jahrhundert vor Christus. Anhand der Rechtschreibung. Und die Rechtschreibung im Buch Daniel entspricht der Zeit des 6., 5. Jahrhunderts vor Christus. Also ein Volltreffer. Nicht nur die Sprache selbst ist genau korrekt, die richtige für die Zeit, sondern auch die Orthographie. Und dasselbe gilt jetzt auch für das Aramäische. Das Aramäisch im Buch Daniel, das ist nicht das Aramäisch, das man geschrieben und geredet hat im 2. Jahrhundert vor Christus, wie die Liberalen sagen, das sei das Datum, sondern es entspricht der Zeit Daniels. Man hat es schwer, wenn man gegen die Wahrheit kämpfen muss. Es lohnt sich so, auf der richtigen Seite zu stehen. Man hat immer recht. Ja, aber es ist nicht, weil wir so schlau sind. Aber es lohnt sich, auf der Seite des Herrn Jesus zu stehen und seines Wortes. Da hat man immer recht, wenn man wirklich die Seite des Herrn wählt. So, jetzt gehen wir Vers für Vers vorwärts. Also, Daniel 1, Vers 1. Und parallel dazu kann man auf Seite 2 das mitverfolgen mit den Notizen. Nebukadnezar, der König von Babel, kam nach Jerusalem. Der Name Nebukadnezar habe ich da aufgeführt.
auf Babylonisch, auf Akkadisch ausgesprochen, lautet Nabu-Kuduri-Uzur. Nabu, schütze meinen Erbsohn. Vielleicht findet ihr Kommentare, wo steht, Nabu, schütze meine Krone. Das ist, wird heute als falsche Übersetzung angesehen. Also Kuduri in solchem Zusammenhang übersetzt man heute aus dem Akkadischen mit Erbsohn. Nebukadnezars Vater, Nabopolassar, das war auch ein ganz wichtiger Mann. Ihm gelang es nämlich, das assyrische Weltreich, vor dem der ganze Nahe Osten jahrhundertelang gezittert hatte, zu besiegen. Und so kam es im Jahr 612 vor Christus zum Fall der Hauptstadt Ninive, was übrigens vorausgesagt war im Buch Nahum, im Detail, wie das gehen sollte, hat sich ganz eindrücklich erfüllt. Das hat er zusammen mit, hat Nabopolassar zusammen mit den Medern und den Skythen, das sind die Vorfahren der heutigen Ukraine, hat er das geschafft. Und dieser Nabopolassar hat eben seinen Sohn, der dann sein Nachfolger werden sollte, den Namen gegeben, Nabu, schütze meinen Erbsohn. Nabu ist einer der vielen Götter von Babylon. Nabu, habe ich in der Fußnote erklärt, ist nach babylonischer Ansicht der Sohn von Marduk. Marduk war der Hauptgott von Babylon. Zuerst der Stadtgott von Babylon und schließlich auch der Hauptgott von Babylonien. Nabu heißt auf Deutsch Sprecher. Ist verwandt mit dem hebräischen Wort für Prophet. Der, der eben Gottes Sprechen offenbart. Also Nabu heißt gewissermaßen der sich offenbarende Gott. Er war der Gott der Weisheit, wurde verehrt als der Planet Merkur und galt als Gott des Feuers. Es wird alles noch wichtig sein für uns im Weiteren. Denn wir werden sehen, in Daniel 2 kann Nabu offensichtlich nicht mal den Traum von Nebukadnezar deuten. Das kann nur Daniel. Also der sich offenbarende Gott konnte nichts dazu sagen. Und wir haben schon gesehen in Daniel 1, die gescheitesten Leute in Babylon, das waren nicht die Anhänger von Nabu, sondern Daniel und seine drei Freunde. Wo war Nabu, der Gott der Weisheit? Und wir werden sehen, Nabu war auch der Gott des Feuers. Ja, und in Daniel 3 werden wir sehen, da wurden die drei Freunde Daniels in den Feuerofen gesteckt, weil sie die Götter Babylons nicht anbeten wollten. Aber die wurden nicht verbrannt. Wo war Nabu? Der hat vollkommen versagt. Und Nabu wurde auch verehrt als der Gott der Schreibkunst, sogar als der Erfinder der Schrift. Aber interessant, warum konnten die Priester Nabus die Schrift an der Wand in Daniel 5 nicht deuten und nicht lesen? Nicht lesen und nicht deuten, beides. Nur Daniel konnte das. Sehen wir, wie viele Anspielungen gemacht werden auf die Religion der Babylonier hier im Buch Daniel. In einer Inschrift Nebukadnezars, die uns erhalten ist bis heute, bezeichnet der König sich selbst als Liebling von Nabu. Ja, und jetzt wird da gesagt, im dritten Jahr der Regierung Joachims, des Königs von Juda, kam Nebukadnezar, also Nabu, schütze meinen Erbsohn, der König von Babel, nach Jerusalem und belagerte es. Nun, interessant ist, Vers 2 sagt, und der Herr gab Joachim, den König von Juda, in seine Hand. Das war nicht Nabu. Und auch nicht Marduk und auch nicht Ishtar, die erwähne ich in Fußnote 2. Der Herr gab Jerusalem in die Hand Nebukadnezars und nicht etwa Ishtar. Ishtar, im Sumerischen nannte man sie Inanna. Sie wurde verehrt als der Planet Venus, als Abend- und Morgenstern.
Sie entspricht übrigens in der Bibel an anderen Stellen als die Astarte, der Astarte, von den Westsemiten so unter diesem Namen verehrt. Sie war die Göttin der Liebe und der Fruchtbarkeit. Ihre alte Stadt war Uruk, die genannt wurde die Stadt der Kurtisanen, der Dirnen und der Prostituierten. Das war eine Prostituierten, eine Hurengöttin, die Ishtar. Aber sie wurde eben auch verehrt als Göttin des Krieges, als Königin des Himmels. Und in Babylon wurde ein Tor, das wohl gewaltigste Tor, ihr geweiht. Das Ishtar-Tor, dessen Vorderbau original zu sehen ist in Berlin, im Pergamonmuseum. Das war also dieser Kriegsgöttin geweiht. Dieses Tor gab es um 606 vor Christus noch nicht, als Daniel nach Babylon kam. Aber dann in den weiteren Jahren, als er dort war, wurde dieses Ishtar-Tor gebaut. Und für Daniel war klar, das war nicht diese Kriegsgöttin, die es geschafft hätte, Jerusalem zu zerstören, sondern der Herr, der Gott Israels. Im Hebräischen steht hier Adonai. Also das ist der Herr über den Verlauf der Geschichte. Und da kann man sagen, dieser Vers gibt eigentlich den Schlüssel zum Verständnis des Buches Daniel, wo es auch in der Prophetie geht, um den weiteren Verlauf der Geschichte, wie Gott das alles im Voraus wusste und auch verkündigt hatte. Er hat die ganze Weltgeschichte in seiner Hand, der Herr. Und die Juden, das wird dann aus Daniel 9 klar, die mussten nach Babylon gehen und all dieses Schicksal der Zerstörung des Tempels und der Stadt erleben, weil sie gegen den Herrn gesündigt hatte. Das war Gottes Strafe, Gottes Zucht über sein Volk. Das war nicht das Versagen des Herrn, sondern es war das Versagen des Volkes. Und darum betont 1 Vers 2, der Herr gab Joachim, den König von Juda, in seine Hand. Aber auch einen Teil der Geräte des Hauses Gottes, des Salomo-Tempels. Und das war im Nahen Osten so. Wenn ein König ein anderes Volk erobert hatte oder eine andere Stadt, dann hat er die Götter von dort und ihre Schätze eingepackt und zu sich nach Hause genommen und in seinen Tempel gestellt. Und damit wollte er quasi auch demonstrieren, wie er eben die Macht hatte über diese örtlichen Götter. Also was da Nebukadnezar gemacht hatte, das war wirklich ein sich Vergreifen an dem wahren Gott. Denn damit wollte er sagen, ich und meine Götter, wir haben gesiegt über den Gott Israels. Aber man muss die Geschichte dann weiter betrachten. In Daniel 5 geht Belsazar, der offensichtlich sein Enkel war, noch einen Schritt weiter und ließ diese Geräte aus dem Haus Gottes, diese Gefäße, nehmen, um sie an einer letzten Party in gotteslästerlicher Weise zu missbrauchen, in der die Götter Babylons gepriesen wurden. Da wurde quasi nochmals richtig gefeiert, der Sieg Babylons über Jerusalem und den Gott Israels. Und dann kam die Schrift an der Wand. Und eben, niemand konnte die Schrift lesen und sie auch schon gar nicht deuten, nur Daniel. Und Daniel erklärt, diese Schrift besagt, dass jetzt aus ist mit Babylonien. Die Perser und Meder werden kommen und werden dieses Reich zerstören. Und damit hat der Herr gezeigt, wer der Herr ist über die Geschichte. Das musste einfach eine gewisse Zeit so gehen, weil Gott sein eigenes Volk gezüchtigt hatte. Aber Gott lässt sich nicht spotten. Wenn es auch im Moment ausgesehen hat, wo ist Gott? Er lässt das zu, dass in schändlicher Weise diese Tempelgeräte abtransportiert werden und sie wurden gebracht in das Haus seines Gottes. Nebukadnezar fühlte sich am meisten verpflichtet unter all diesen vielen Göttern in Babylon gegenüber Marduk. Das war eben der Stadtgott von Babylon und auch der Hauptgott von Babylonien. Und da hat er sie
hat diese Tempelgeräte also in den Marduk-Tempel in Babylon gebracht. Ich habe dazu etwas geschrieben in Fußnote 3. Marduk, gleich Stadtgott von Babylon, Hauptgott der Babylonier, er wurde verehrt als Planet Jupiter. Da sehen wir den ganzen Zusammenhang auch mit der Astrologie Babyloniens. Eben die Planeten, die in der Astrologie eine Rolle, wichtige Rolle spielen, die wurden als Götter verehrt. Also Planet Jupiter entspricht Marduk. Er wurde verehrt als Schöpfer der Welt, gemäß dem Schöpfungsmythos aus Babylon, genannt Enuma Elish. So beginnt der Schöpfungsbericht. Das sind die ersten Worte. Enuma Elish, als oben und so weiter. Und da wird in diesem Schöpfungsbericht Marduk verehrt als Gott der Allmacht, der Weisheit. Oh, der hat übrigens auch versagt. Bei der Prüfung von Daniel und seinen Freunden. Ja, denn sie waren intelligenter und weiser als alle Priester von Babylon. Auch die, die schon lange ausgelehrt waren. Ja, denn Marduk war ja Gott der Weisheit. Weiter, er war auch der Gott der Unergründlichkeit. Aber da hat er deutlich versagt, als er diesen unergründlichen Traum von Nebukadnezar in Kapitel 2 nicht deuten konnte. Marduk hatte ein kriegerisches Auftreten und er war auch der Gott der Krankenheilung. Da hat er in Daniel 4 total versagt, nicht wahr? Da wurde ja Nebukadnezar wahnsinnig. Diese Art von Wahnsinn kennt man in der Psychiatrie unter dem Begriff Boanthropie. Das ist diese Krankheit, wo einer zum Beispiel meint, er sei ein Vogel. Und der sitzt dann auch auf, der will auch auf Bäumen übernachten. Der ist wirklich überzeugt, das ist ein Vogel. Wobei das Wort Boanthropie heißt eigentlich Rind-Menschenkrankheit, wo also einer meint, er sei ein Rind. Und bei Nebukadnezar war jetzt so, er fraß Gras in dieser Zeit des Wahnsinns von 7 Jahren wie ein Rind, aber seine Nägel wuchsen wie Vogelkrallen. Ja? Und wo war Marduk, der Gott Nebukadnezars, der Krankenheilung? Er konnte ihn nicht gesund machen. Erst als nach 7 Jahren Wahnsinn der Gott Israels ihm den Verstand wieder gab und ihn sogar den wahren Gott erkennen ließ, er preist ihn dann, wurde klar, Marduk ist's nicht. Der Gott Israels steht über allem. Dann dieser Marduk wird in einem Gebet, das überliefert wird aus den Inschriften, so verehrt: Mein Herr ist mein Gott. Mein Herr ist mein Herrscher. Gibt es einen Herrn außer ihm? Und an dieser Stelle müssen wir sagen, ja bitte, lies Daniel 1, Vers 2. Adonai gab Joachim in seine Hand. Jawohl, er ist der Herr über alle Götter. Es kommt noch dazu, viele Götter werden als Manifestation Marduks betrachtet. Also die Babylonier dachten so, dass, ich glaube, wenn man spricht vom Gott Bel zum Beispiel, dass das eine Erscheinungsform sein konnte von Marduk. Also die gleiche Person, aber quasi mit einer anderen Erscheinung. Das ist etwas, was sehr verbreitet ist im Götzendienst. Also das findet man auch in Indien, da gibt es angeblich Millionen von Göttern. Aber verschiedenste Götter können quasi ein Ausdruck sein von dem Allgeist, den man nennt Brahman. Mit dem Allgeist meint man eigentlich eine Kraft in der Natur, nicht den jenseitigen Gott. Und so wurde eben Marduk quasi auch so als ein Allgeist gesehen, der in verschiedenen Formen erscheinen konnte. Marduk erhält in den Inschriften zum Beispiel den Beinamen Bel. Bel heißt eben auf Babylonisch Herr. Entspricht bei den Westsemiten im Kananäischen Baal. Das heißt Herr. Ja? Bel entspricht dem Baal. Und
Damit wird er also mit Bel, im sumerischen Enlil, dem Gott der Luft, identifiziert. Bel oder Enlil war der Gott der Luft. Interessant ist, in Epheser 2, Vers 2 heißt es von dem Satan, der Fürst der Gewalt der Luft. Ja? Da zeigt uns das Neue Testament, wer steckt da wirklich dahinter? Und das gilt eben für alle Religionen, auch für Hinduismus, Buddhismus. Das sind nicht nur einfach Götzenbilder, sondern hinter diesen Götzenbildern steckt eine reale Kraft. Das ist Satan und alle seine Dämonen, die gefallenen Engel. Also das Neue Testament deckt uns auf, wer dieser Bel bzw. Marduk in Wirklichkeit ist. Ja, also Daniel erlebt das alles, eine scheinbare Demütigung des wahren Gottes, aber in Wirklichkeit war das nicht so, denn diese Katastrophe der Juden musste kommen wegen ihrer Sünde. Und darum konnte Nebukadnezar diese Tempelgeräte von Jerusalem im Schatzhaus Marduks unterbringen. Übrigens, das war ein gigantischer Tempel, der Marduk-Tempel. Und der befand sich ganz in der Nähe des Turmes von Babel. Ich habe das aufgeschrieben, irgendwo im Skript. Ja, natürlich, auf Seite 2, bei Vers 2, da habe ich vermerkt, eben sein Gott, das ist Marduk, der Hauptgott Babyloniens, das Haus seines Gottes ist der Marduk-Tempel in Babylon, der wurde genannt E-Sagila, der Tempel mit hohem Haupt. Und im Pergamon-Museum in Berlin, das lohnt sich, dieses Museum einmal zu besuchen, da gibt es ein Modell des alten Babylon. Da sieht man dann auch im Modell das Ishtar-Tor, das man auch noch wirklich sehen kann, also wirklich original. Und in diesem Modell sieht man den Turm von Babel gleich neben dem Marduk-Tempel. Es war nämlich so, der Turm von Babel, 1. Mose 11, der wurde damals ja nicht vollendet. Aber später hat Nebukadnezar den wieder aufgebaut, vollständig. Also damals, zur Zeit von Daniel, stand der Turm von Babel vollständig da in Babylon, und gerade neben diesem Haus von Marduk. Und da muss man sich überlegen, was das war für die Juden. Die kannten aus den Heiligen Schriften den Ursprung des Turmes von Babel in 1. Mose 11. Der Ausdruck des ersten Abfalles von Gott der Menschheit, des Abfalles der Menschheit von Gott. 1. Mose 11, Vers 1. Und die ganze Erde hatte eine Sprache und einerlei Worte. Und es geschah, als sie nach Osten zogen, da fanden sie eine Ebene im Lande Sinear und wohnten dort. Das Wort Sinear haben wir gefunden hier in Daniel 1, Vers 2 in der Mitte. Und er brachte sie in das Land Sinear. Dadurch, dass hier nicht gesagt wird, das Land Babylonien, das wäre ein Synonym, sondern ausdrücklich Land Sinear, wird nochmals die Gedankenverbindung erzeugt zu 1. Mose 11, Vers 1. Der Turm von Babel neben dem Marduk-Tempel. Und da in 1. Mose 11 sehen wir, wie Gott dann eingegriffen hat, sodass dieser Turm nicht vollendet werden konnte. Aber später, also kam Babel so zur Macht unter Nebukadnezar, dass sogar dieser Turm vollendet wurde. Da hätten die Juden sagen können, was ist jetzt geschehen? Wo ist unser Gott? Er lässt das so geschehen. Aber eben, es war alles eine Frage der Zeit, bis dann die Perser Babylon erobert hatten. Daniel hat das noch erleben dürfen, als alter Mann. Und später wurde auch dieser Turm von Babel wieder zerstört. Und noch später hat ein Mann wirklich in unglaublich rebellischer Weise diesen Turm wieder aufbauen wollen. Das war Alex.
besser bekannt als Alexander der Große. Als der um 323 in Babylon war und die ganze Welt von Griechenland bis nach Indien erobert hatte, über Landstriche Afrikas, war dann in Babylon und da sagte er sich, so, wir bauen den Turm von Babel wieder auf. Dann wurde er krank, wahrscheinlich war es Malaria, und starb. Er wurde nicht mehr aufgebaut. Wir sehen in der Geschichte, manchmal greift Gott ein und manchmal greift er nicht ein. Aber eben, er ist der Herr über die Geschichte und er weiß, warum er das damals so zuließ, dass Babylon so zur Macht kommen konnte. Und wie viele Jahre waren das? Von 606 an bis 539, als die Perser Babylon eroberten. 67 Jahre, nicht wahr? Da kommt uns vielleicht in den Sinn, wie war das aber in Jeremia? Da steht doch etwas von 70 Jahren. Schlagen wir mal auf, Jeremia. Man spricht auch immer davon, die Juden waren 70 Jahre in Babylon. Aber irgendwie geht das ja nicht ganz auf. In Jeremia 25, Vers 11, da heißt es, und dieses ganze Land wird zur Einöde, zur Wüste werden. Und diese Nationen, das sind die Nationen im Nahen Osten, und diese Nationen werden dem König von Babel dienen 70 Jahre. Und es wird geschehen, wenn 70 Jahre voll sind, werde ich an dem König von Babel und an jenem Volk, spricht der Herr, ihre Schuld heimsuchen. Und an dem Lande der Chaldäer. Dazu noch aus Kapitel 29, Vers 10. Denn so spricht der Herr, sobald 70 Jahre für Babel voll sind, werde ich mich euer annehmen und mein gutes Wort an euch erfüllen und euch an diesen Ort zurückbringen. Denn ich weiß ja die Gedanken, die ich über euch denke, spricht der Herr. Gedanken des Friedens und nicht zum Unglück, um euch Ausgang und Hoffnung zu gewähren. Hier wird nicht gesprochen, die Juden sind 70 Jahre in Babel, sondern hier wird gesagt, 70 Jahre für Babel. Und in Kapitel 25, dort haben wir gelesen, diese Nationen werden dem König von Babel 70 Jahre dienen. Steht auch nicht, Israel wird 70 Jahre in der Gefangenschaft sein. Und die Lösung des Rätsels ist so. Ich habe schon erklärt, Nabopolassar, Papa von Nebukadnezar, hat das Assyrische Reich so weit geschlagen, dass im Jahr 612 vor Christus Ninive als Hauptstadt fiel. Aber dann floh der König von Assyrien mit einem Soldaten, Armeekontingent, einfach weiter nach Westen. Und das Reich war noch nicht vorbei. Und so gab es dann noch weitere Kriege, weitere Kämpfe. Und erst 609 vor Christus war das Assyrische Reich endgültig beseitigt. Und damit war Babylon Nummer 1. Weltmacht. 609 bis 539 vor Christus, das sind genau die 70 Jahre von Babel. Also das Wort stimmt ganz genau. Und es zeigt wieder, wie exakt man die Bibel lesen muss. Und dann lösen sich Probleme wie von selbst. Übrigens auch Daniel selber hat das gelesen. In Daniel 9, da sehen wir, wie Daniel das Buch Jeremia studierte. Sehen wir also inneralttestamentliche Bezüge. Daniel nimmt Bezug auf das Buch Jeremia. Daniel 9, Vers 1. Im ersten Jahr Darius, des Sohnes Ahasveros, aus dem Samen der Meder, welcher über das Reich der Chaldäer König geworden war.
Im ersten Jahr seiner Regierung merkte ich Daniel in den Schriften auf die Zahl der Jahre, betreffs welche das Wort des Herrn zu dem Propheten Jeremia geschehen war. Das erste Jahr von Darius, dem Meder, das ist das gleiche wie das erste Jahr von Kores. Kores war der Oberkönig von Persien und sein Kollege aus Medien, das war dann ein Unterkönig, der das Gebiet von Babylonien beherrschte, innerhalb des viel größeren persischen Reiches. Ja? Also wir sind hier im Jahr 539, genau am Ende der 70 Jahre von Babel. Und Daniel studiert da die Schriften, im Plural, ja, in den Schriften. Er hatte also nicht nur das Buch Jeremia, er hatte mehr vom Alten Testament. Und hat er die Bibel studiert und hat diese Zahl studiert, die jetzt genau in Erfüllung gegangen war. Sehen wir, da haben wir ein Beispiel aus biblischer Zeit, wie ein Gläubiger die Heilige Schrift, das prophetische Wort studiert und vergleicht mit den Erfüllungen. Gerade in der Zeit, merkte ich Daniel in den Schriften auf die Zahl der Jahre betreffs, welche das Wort des Herrn zu dem Propheten Jeremia geschehen war, dass nämlich 70 Jahre für die Verwüstung Jerusalems vollendet werden sollten. Ja, diese 70 Jahre Babels waren dann eben auch die Zeit, die Epoche, in der das jüdische Volk die Verwüstung erlebte. Und dann in der Folge beginnt Daniel zu beten. Das zeigt, der hat nicht einfach so trocken die Heilige Schrift studiert und gesehen, jetzt hat sich das erfüllt, sondern das führt ihn dann ins Gebet, in die Beziehung zum Herrn. Ja, und so hat eben Daniel verstanden aufgrund der Heiligen Schrift, dass das nicht ein Sieg der babylonischen Götter war, sondern es war alles im Plan Gottes und der Gott der Bibel hat gesagt, das wird 70 Jahre dauern und dann kommt ein anderes Königreich. Und da sehen wir, wer das Sagen hatte. Aber das konnte von Anfang an für sie klar sein. Und das erklärt auch, dass Daniel auch in Babylon blieb er treu. Und er wollte nichts zu tun haben mit diesen babylonischen Göttern. Ja, das war eine Versuchung, zu denken, so jetzt der Herr hat Jerusalem nicht gerettet, die babylonischen Götter waren stärker. Nein, für ihn war der Plan Gottes klar. Jetzt gehen wir weiter zu Vers 3. Und der König befahl dem Aschpenas, dem Obersten seiner Kämmerer, und da musste er von den Weggeführten aus Israel vornehme Jünglinge und solche aus dem königlichen Geschlecht nehmen. Die sollten eine Ausbildung durchmachen von 6 Semestern. In der Bibel steht 3 Jahre, aber es ist dasselbe. Das war also eine Ausbildung, um dann fähig zu sein, in babylonische höhere Staatsdienste gestellt zu werden. Interessant ist, dass wir aus den babylonischen Keilschriften davon wissen, in einer Inschrift, wie eine Priesterausbildung, da wird erwähnt, 3 Jahre dauerte. Also ausgerechnet diese Zahl, die wir auch in der Bibel finden. Das sind so kleine Elemente, die uns zeigen, das Buch Daniel, das ist nicht eine Erfindung von einem Betrüger, der Jahrhunderte später gelebt hätte, sondern es ist authentisch. Ich meine, wenn einer da eine Geschichte erfunden hätte, wie käme er auf die Idee, Jahrhunderte später, als das Babylonische Reich schon längst weg war, zu wissen, dass eine solche Ausbildung dort 3 Jahre dauerte. Ja? Und in diesen Keilinschriften findet man auch den Hinweis, dass das körperliche Aussehen ganz wichtig war. Wie das hier beschrieben wird. An welchen keinerlei Fehl wäre und schön von Ansehen. Also die mussten nicht hübsch sein. Denn wenn man hübsch ist, dann kann es immer noch gewisse symmetrische Fehler haben. Aber die waren schön. Ist ein kleiner Unterschied. Und das war also in Babylon so wichtig.
Und wir sehen auch später, als Daniel eben kein Fleisch essen wollte, was ja viele Kalorien bringen würde, da hatte sein Vorgesetzter Angst, er könnte seinen Kopf verwirken, wenn die nicht mehr so ganz perfekt schön aussehen. Aber sehen wir, Babylon, die Stadt der Götzen, entspricht genau unserer Kultur, wo dem Aussehen eine solche Bedeutung zugemessen wird, die einfach völlig verdreht ist. Aber Gott hat einen Plan. Diese drei Freunde und Daniel, die sollten diesen Weg gehen, um dann ein Zeugnis des wahren Gottes in Babylon zu werden. Und darum hat er sie schön gemacht. Aber wir dürfen wissen, dass Gott uns genau so gemacht hat, wie es nötig ist für unsere Aufgabe, die er uns gegeben hat. Also, wir müssen nicht traurig sein, wenn wir nicht schön sind, sondern nur hübsch. Aber wir haben ja auch nicht diese Aufgabe von Daniel. Und was war das für ein innerer Konflikt? Man stelle sich vor, da kommt ein 14-Jähriger, sagen wir, nach Babylon. Von Mama und Papa wird nichts gesagt. Und jetzt müssen die Schrift und die Sprache der Chaldäer lernen. Vers 4 am Schluss, ja? Und wenn man sich im Klaren ist, was in diesen Keilschrifttexten von Babylon steht, natürlich, da gibt es geschichtliche Tafeln, kein Problem. Zum Beispiel die Nabonidus-Chronik ist eine Tafel, die beschreibt im Detail, wie Nebukadnezar den Nahen Osten erobert hat. Also auch die ganzen Ereignisse, die da jetzt von Bedeutung sind im Buch Daniel, haben wir original von Nebukadnezar als Keilschrifttafel überliefert. Und man hat sogar die AHV-Tafel von Joachim, also nicht zu wechseln mit Joachim. Joachim kam später. Der wurde nach Babel gebracht und bekam dort dann gemäß Jeremia 52 eine bestimmte Essensration bis zum Ende seines Lebens. Eine Altersversicherung gewissermaßen. Das Original haben wir heute. Das ist fantastisch. Also diese Tafeln haben wir kein Problem, aber da gibt es so viele Tafeln über Beschwörung, Astrologie, Götzendienst. Das ist voll. Und dieser junge Mann und auch seine Freunde, die wurden mit solchen Texten konfrontiert. Aber schaut mal bei den Kindern, bei den Jugendlichen, was die für Texte lesen sollen in der Schule. Man muss sich mehr interessieren für das, was die Kinder lesen müssen, weil oft erzählen sie es gar nicht. Und es ist so abscheulich. Ich dachte zu meiner Zeit, das sei schon so extrem, was wir lesen mussten. Aber ich habe gesehen bei meinen Kindern noch viel, wirklich verdrehte. So, ich finde die Wörter nicht dafür, um das angemessen zu beschreiben. So pervers. Und man merkt, oft sind Autoren, die wirklich, die müsste man sagen, die sind geisteskrank. Die werden als kreativ gesehen. Ja, und das müssen unsere jungen Leute in der Schule lesen. Aus denen sollen ja auch kreative Typen werden. Ja, aber die würden dann besser in eine Klinik passen. Anstatt in den öffentlichen Dienst und so weiter. Also, das bringt riesige Konflikte. Und ich weiß noch, wie das war für mich auf dem Gymnasium. Ich habe Konflikte gehabt mit dem, was man lesen musste. Und mir gefragt, jetzt, soll ich das überhaupt lesen? Oder wie gehe ich jetzt da vor? Da staune ich manchmal junge Leute von heute, die haben überhaupt kein Problem. Die haben keine Kämpfe. Die machen einfach das Programm mit. Und, ja. Das liest man halt heute so. Aber wir sehen, Daniel war nicht so einer. Der hatte wirklich Kämpfe. Und das werden wir gleich noch deutlicher sehen im Weiteren. Aber ich möchte noch darauf hinweisen, was ich auch auf dem Skript vermerkt habe. Der musste die Sprache der Chaldäer, also Akkadisch, lernen. Ist zwar verwandt mit Hebräisch, aber die Sprache ist viel komplizierter als Hebräisch. Also man muss gegen 1000 Formen für ein Verb lernen.
gegen 1000 Formen. Also Parasum, das heißt scheiden, und dann lernt man alle Formen, wie man das konjugieren kann. Und zwar nicht wie im Deutschen mit Umschreibung, mit Haben und Sein. Das ist so angenehm, ja? Muss man einfach das Partizip lernen. Ich habe gesehen. Und dann kann man schon das Perfekt, ja? Und das Präteritum muss man noch lernen. Hatte. Ich hatte gesehen. Und schon kann man Plusquamperfekt, ja? Aber dort gegen 1000 Formen. Und die Schrift selber ist auch sehr kompliziert, denn es ist eine Silbenschrift, die Keilschrift. Und man muss etwa 600 Zeichen können, um Texte lesen zu können. Das mussten die alle alles lernen. Und dann hatten sie noch die Ehre. Die sollten am Tisch des Königs essen. Die Tafelkost Nebukadnezars. Aber für Daniel war das klar, das ist ein Problem für mich als Gläubiger. Warum? Ich habe das in der Fußnote 5 erklärt. Die Götter Babylons bekamen 2 Mahlzeiten pro Tag mit 2 Gängen. Am Morgen und am Abend. Also über Mittag mussten sie irgendwie fasten. Die Mahlzeit in Babylon bestand aus Fleisch, Geflügel, Fisch, dann auch Früchte, Öl, Milch, Wein. Als Drankopfer, Honig und so weiter. Und jetzt verstehen wir, warum Daniel ein Problem hatte, Fleisch zu essen und Wein zu trinken. Es war nämlich so, man hat also in den Texten der Babylonier Belege dafür, man hat also dieses Essen, das ich jetzt erwähnt habe, hat man diesen Götterstatuen vorgelegt. Und dann jeweils einen Vorhang gezogen. Man durfte also nicht zuschauen, wie die Götter aßen. Ist ja auch besser. Sonst hätte man ja gesehen, dass nichts passiert. Gut, aber so schlau waren sie schon. Die haben gesagt, die essen das nicht so, wie wir essen, sondern die genießen das geistig. Gut. Also der Vorhang wurde gezogen. Niemand durfte sehen, wie die Götter geistig aßen. Und dann gibt es Belege in den Texten, dass Gerichte der Götter danach auf den Tisch des Königs gesandt wurden. Das ist eine Art Recycling, ja? Aber das war nun für Daniel ein Problem, denn das bedeutete, dieses Fleisch, das den Göttern Babylons vorgelegt worden war und das er jetzt am Tisch des Königs essen sollte, das war Götzenopferfleisch. Also Fleisch, wo man sich am gleichen erfreute wie die Götter Babylons. Und dann haben wir Gemeinschaft. Und das war für Daniel ganz klar, ich kann keine Gemeinschaft haben mit den Göttern Babylons. Und jetzt, man muss essen. Und natürlich kommt auch noch dazu, man musste damit rechnen, dass dieses Fleisch auch nicht koscher war. Je nachdem, was serviert worden war, konnten da unreine Tiere mit dabei sein. Dann war das ein Konflikt mit 3. Mose 11 für Daniel als Jude. Was mache ich? Ja, hätte sich sagen können, in Hosea steht ja von der Wegführung nach Assyrien, dort werden sie Unreines essen. Ja, also, Gott hat ja gesagt, die kommen wegen des Gerichtes Gottes nach Assyrien und dann essen sie Unreines. Aber das heißt dort nicht, dann sollen sie Unreines essen. Sondern Gott sagt voraus, es wird so kommen. Aber eben, man kann die Bibel so ein bisschen so biegen. Ja, steht ja, dann im Ausland, da isst man Unreines. Nein, für Daniel war klar. Ob in Jerusalem oder in Babylon, ich bleibe dem Herrn treu. Aber was soll ich jetzt machen? In Vers 8 lesen wir, und Daniel nahm sich in seinem Herzen vor, sich nicht mit der Tafelkost des Königs und mit dem Wein, den er trank, zu verunreinigen. Also es war für ihn klar, Götzenopferfleisch geht nicht. Da würde heute jemand sagen, wäre doch kein Problem gewesen. Also der Daniel ist da ein bisschen zu weit gegangen. War glücklicherweise ein junger Mann in der Jugendgruppe. Wenn das irgendein Prediger gewesen wäre,
des Wortes Gottes, dann wäre das schwerwiegend gewesen. Der hat gesagt, der Daniel hat das überzogen. Nach 1. Korinther 8 kann man ja Götzenopfer essen. Es ist nur ein, der Götzenopferfleisch ist nur ein Problem, wenn man jemandem anderen quasi damit durch das Beispiel jemand anders zu Fall bringen würde. Aber wenn das nicht so ist, kann man doch essen. Das ist ungenau gelesen. In 1. Korinther 8 geht es einfach darum. Natürlich sind die Götzenbilder nichts. Und das Fleisch, das ihnen vorgelegt wird, das ist ganz normales Fleisch. Und Paulus sagt, aber denk daran, wenn du durch das Essen von diesem Fleisch für jemand anderem ein Anlass wirst, dass er plötzlich denkt, ah, ist gar kein Problem, mit Götzen Gemeinschaft zu haben. Dann machst du seinen Glauben kaputt. Das geht nicht. Und dann denken gewisse, ja, also man kann es essen, man muss nur einfach schauen, dass das nicht jemand anderen den Glauben kaputt macht. Aber dann kommt dann 1. Korinther 10. Und dort wird erklärt, ich will nicht, dass ihr Gemeinschaft habt mit den Dämonen. Und wenn man Götzenopfer isst, hat man Gemeinschaft mit den Dämonen. Aber dann wird dort in 1. Korinther 10 erklärt, wenn ihr auf den Fleischmarkt geht, in Korinth, dann esst alles, ohne zu untersuchen. Denn auf dem Fleischmarkt in Korinth wurde Fleisch offeriert und es wurde als Fleisch deklariert, nicht mehr. Jetzt hätte ein Korinther fragen können, Fräulein, damals haben sie vielleicht noch Fräulein gesagt, ja. Also im Griechischen nicht, aber Fräulein, dieses Fleischstück dort möchte ich. Aber war das vorher im Zeustempel? Ja, ich muss mal schnell den Chef fragen. Nein, sagt Paulus, das soll man nicht. Ohne zu untersuchen, ist normales Fleisch, das wird als Fleisch verkauft, dann ist es kein Problem. Und dann erklärt er aber, auch wenn man eingeladen wird bei Ungläubigen, da kann man einfach essen, die servieren einem Fleisch. Aber wenn dann einer sagt, übrigens, dieses Stückchen war im Venustempel, dann ist nicht. Und er sagt, nicht wegen euch sage ich das, sondern als Zeugnis für den anderen. Sonst denkt ihr, ihr akzeptiert die Götter. Aber in dem Zusammenhang, 1. Korinther 10, sagt Paulus grundsätzlich, dass wenn man also Fleisch isst, das deklariert wird als Götzenopferfleisch und man da trotzdem isst im Tempel, hat man Gemeinschaft mit den Göttern. Und damit mit den Dämonen. Und das geht nicht. Also man muss differenzieren. Wenn Fleisch einfach als Fleisch verkauft wird, ohne Hinweis, kein Problem. Weil durch das Vorlegen wird an der Materie nichts geändert. Aber das Ganze bedeutet ihm mehr. Und für Daniel war klar, das war deklariert. So, heute haben wir Fleisch aus dem Tempel der Götter von Babylon. Da war klar, wenn ich das esse, habe ich offiziell Gemeinschaft mit den Göttern von Babylon. Und das wollte er nicht. Und er hat sich in seinem Herzen vorgenommen, bevor er einen Ausweg sah, ich mache da nicht mit. Er hat nicht gewusst, wie das gehen sollte. Und das Schöne ist, erst in Vers 9 steht dann, und Gott gab Daniel Gnade und Barmherzigkeit vor dem Obersten der Kämmerer. Also wenn Daniel gedacht hätte, also jetzt warte ich mal ab. Wenn ich dann das erste Mal am Tisch sitze, dann könnte es ja sein, dass der Mann, der da serviert, dass er mich fragt, Daniel, möchtest du wirklich von diesem Fleisch essen? Ich denke, als Jude ist das nicht so ganz, ja, natürlich nicht. Eben Gott kann, wenn Gott wirklich nicht will, dass ich das esse, kann er doch machen, dass mir das so offeriert wird. Aber das wäre blauäugig gewesen. Keiner in Babylon wäre auf die Idee gekommen, ihn so zu fragen. Er musste sich vornehmen, ich esse das nicht. Und das ist wichtig, man muss darauf schauen, dass man nicht einfach in die gefährlichen Situationen hineintrampt. Sondern da, wo die im Voraus absehbar sind, muss man sich vorher überlegen, was mache ich, wenn ich in die Situation komme. Und er hat sich im Herzen vorgenommen, das war ein Beschluss im Innersten seiner Persönlichkeit, ich verunreinige mich nicht. Und das hat der Herr gesehen und darum greift er ein. Und das ist ein biblisches Prinzip.
Wir müssen uns entscheiden und bereit sein, dem Herrn treu zu sein. Und dann erleben wir, wie Gott eingreift. Aber nicht umgekehrt. Wir warten mal, bis der Herr eingreift. Oh, ich schäme mich ein bisschen, zu den Leuten da in meiner Umgebung über den Glauben zu sprechen. Aber ich warte mal, bis die beginnen zu fragen. Ja? Es gibt solche Fälle, wo die beginnen zu fragen. Aber es ist nicht das Übliche. Aber wir werden erleben, wenn wir bereit sind, Herr, ich will Zeugnis geben von dir, dass der Herr dann plötzlich Türen auftut. Also es ist ein Prinzip, wir müssen zuerst bereit sein und dann greift Gott ein und öffnet Türen. Darum ist dieses Beispiel hier uns gegeben worden. Und wir sehen, das war eine schwierige Sache, dieser hohe Minister sagt zu Daniel, das könnte mein Leben bedeuten. Und dieser Nebukadnezar war ja offensichtlich ein ganz cholerischer Mensch. Wir werden das noch sehen, Kapitel 3. Der konnte plötzlich so explodieren und wütend werden. Und was er entschied, das war Gesetz in Babylon. Der tat, was er wollte. Und da sagt er, wenn ihr dann nicht mehr so perfekt aussieht, dann schlägt er mir den Kopf ab. Und Daniel sagt, machen wir ein wissenschaftliches Experiment. Eine empirische Untersuchung, nicht wahr? 10 Tage, wir essen nur Gemüse und Wasser und dann kannst du nachher kontrollieren, was kommt heraus. Das ist doch genau die Art und Weise, wie man Experimente durchführt. Für uns ist das so selbstverständlich, aber wir müssen wissen, bis ins Mittelalter war das ja nicht üblich, dass man auf diese Art empirische Tests machte. Auch die alten Griechen, die wären wissenschaftlich viel weiter gekommen, hätten sie diese empirischen Tests gemacht. Aber das waren vor allem Theoretiker, die machten Geometrie und Linien, dachten sie sich, ohne Breite gerade, ohne Anfang, ohne Ende. Ja? Das gibt es ja gar nicht in der Natur. Ja? Jede Linie und jede Strecke hat einen Durchmesser. Das waren einfach so zu Tisch gelehrte. Und erst im Mittelalter, das war Roger Bacon zum Beispiel, der hat gesagt, wir müssen Experimente machen und dann schauen, was dabei herauskommt. Und damit begann die moderne Wissenschaft. Aber in der Bibel sehen wir bei Daniel bereits so ein Experiment. Wir versuchen das. Test mit Fleisch, Test ohne Fleisch. Nach 10 Tagen Kontrolle und dann Vergleich. Ja? So arbeitet man auch in der Medizin, nicht wahr? Die einen bekommen eine Pille, die anderen nicht. Und sieht man, was rauskommt. Und das Schwierige war bei diesem Experiment, Gemüse bringt halt nicht so viel Kalorien wie Fleisch. Also was die reinbeigen mussten in diesen 10 Tagen. Also diese Jungs haben Gemüse gegessen, wie das nicht so üblich ist, ja. Und nach 10 Tagen, die waren alle besser. Da sehen wir, wie der Herr eben wirken kann, auch in der Natur. Und er hat geholfen, weil sie unbedingt wollten. Aber übrigens, wer wollte unbedingt? Daniel. Ja, aber jetzt geht es ja um die 4. Ja, das ist der Punkt. Das Beispiel von Daniel, das hat den anderen 3 den Mut gegeben. Du, wir machen auch so. Wir wollen nichts zu tun haben mit diesen Göttern. Da sehen wir, was einer bewirkt durch sein Beispiel. Und eben, die hatten ja nicht Mama und Papa. Also das wird nicht erwähnt. Und die mussten auf eigenen Beinen stehen als Teenager. Und die konnten ein Wort sagen, das viele heute nicht mehr können. Das ist das Wort Nein. Wir müssen unseren Kindern beibringen, dass sie lernen, Nein zu sagen. Weil wir kommen so oft in Situationen hinein, und eben auch die Jugendlichen, und es ist ganz, ganz wichtig, dass man einfach sagen muss, nein, ich mache das nicht. Und das hilft, wenn man Nein sagen kann und nicht Ja, Nein. Ja? Ich habe einen israelischen Komponisten als Lehrer gehabt am Konservatorium und der hat mir einmal gesagt, also es ist so komisch, ihr sagt immer Ja, Nein. Was gilt jetzt? Ist es jetzt Ja oder Nein? Ja, weil das gibt es im Hebräischen nicht, dass man sagt Ken Lo. Man sagt Ken für Ja und Lo für Nein. Und wir sagen Ja, Nein. Aber gut,
wir wissen ja doch schon, ja, nein heißt dann wirklich, heißt ja eben letztlich doch nein, ja? Aber eben, es gibt so viele, die können nicht sagen, ganz klar, nein, ohne mit ja vermischt. Und Daniel konnte das, und das hat auch seinen Freunden den Mut gegeben zu sagen, nein, wir machen nicht mit. Und die haben den Test bestanden. Und nachher kam die Prüfung. Nach 3 Jahren, Verse 17 bis 21. Und die 4 bekamen von Gott so eine gewaltige Weisheit, dass sie alle Weisen in Babylon übertrafen. Und das war ein enormes missionarisches Zeugnis für die Elite Babylons, wer der wahre Gott ist. Wie wir das schon gesehen haben, eben Nabu, Gott der Weisheit, Marduk, der Allmächtige und Allweise, die waren nicht fähig, ihren Leuten die Weisheit zu geben, die diesen Hebräern, das war im Alten Testament, Hebräer anstatt Israeliten, das war der verächtliche Ausdruck. Diesen Hebräern hätte eben die Stange halten können. Und noch ein wichtiger Vers, Apostelgeschichte 11, Vers 23, zu dem Thema, Daniel nahm sich in seinem Herzen vor. Ein neutestamentliches Pendant, entsprechendes Stück. Da kamen Menschen zum Glauben in Antiochia, in Nordsyrien, heute gehört das zur Südtürkei. Und dann ging Barnabas dort auf Besuch. Apostelgeschichte 11, Vers 22. Es kam aber die Rede von ihnen zu den Ohren der Gemeinde, die in Jerusalem war. Und sie sandten Barnabas aus, dass er hindurchzöge bis nach Antiochien, welcher, als er hingekommen war und die Gnade Gottes sah, sich freute. Und alle ermahnte mit Herzensentschluss, bei dem Herrn zu verharren. Denn er war ein guter Mann und voll heiligen Geistes und Glaubens. Und eine zahlreiche Menge wurde dem Herrn hinzugetan. Also diese Leute hatten sich bekehrt. Dann kommt Barnabas auf Besuch und diesen Bekehrten sagt er, ihr sollt jetzt noch einen Herzensentschluss fassen. Ja, wir haben uns bekehrt. Ja, natürlich habt ihr euch bekehrt. Aber auch nach der Bekehrung ist es wichtig, dass man an den Punkt kommt, Herr, es ist mein Herzensentschluss, dir ganz treu zu sein auf dem Weg. Da muss man nicht irgendwie abwarten, wie geht das so weiter, sondern es ist ein Entschluss, den man fassen muss, möglichst am Anfang des Glaubenslebens. Aber das kann es auch sein, dass man 10 Jahre später und noch mehr plötzlich merkt, ja, diesen Entschluss muss ich auch fassen. Herr, ich will dir treu sein. Daniel war in der Sprache des Neuen Testaments auch bekehrt, als er nach Babylon kam. Darum hatte er auch die Kraft, Nein zu sagen. Aber er hat da in Babylon sich vorgenommen, Herr, ich bleibe dir treu. Und das war der Schlüssel dafür, dass Gott ihm Weisheit gegeben hat. Aber der Ausgangspunkt war die Suche nach Reinheit. Da besteht also ein Zusammenhang zwischen Reinheit und Weisheit. Ja, natürlich, das lehrt das Neue Testament in Jakobus 3. Da sehen wir die Weisheit von unten. Das gibt es auch. Das ist die Weisheit Babylons. Die wussten auch eine Menge. Und nicht nur Schrott. Beides zusammen, aber richtig zusammengemischt. Und wir lesen dann in Jakobus 3, Vers 13. Wer ist weise und verständig unter euch? Er zeige aus dem guten Wandel seiner Werke in Sanftmut der Weisheit. Also hier erklärt Jakobus, wenn man weise ist, hat das eine Auswirkung auf das, wie man lebt. Sehen wir, das ist ganz anders in der Welt. Muss man mal schauen, irgendwelche ganz gescheiten Professoren, und da muss man schauen, wie sie leben. Das kann manchmal so drastisch sein.
Der kann eine wirklich moralisch im Dreck leben, aber ist ein angesehener Professor an der Uni. Das muss sich nicht im Leben auswirken. Die Weisheit und die Intelligenz dieser Welt. Aber Jakobus sagt, wenn jemand wirklich gottgemäß weise und verständig ist, er zeige aus dem guten Wandel seine Werke in Sanftmut der Weisheit. Und dann sagt er, Vers 14, wenn ihr aber bitteren Neid und Streitsucht in eurem Herzen habt, so rühmt euch nicht und lügt nicht gegen die Wahrheit. Das ist nicht die Weisheit, die von oben herabkommt, sondern eine irdische, sinnliche, teuflische. Denn wo Neid und Streitsucht ist, da ist Zerrüttung und jede schlechte Tat. Also wenn Weisheit mit Streit und Neid und so weiter verbunden ist, dann wissen wir, es ist nicht die Weisheit von Gott. Und dann lesen wir, die Weisheit aber von oben ist aufs Erste, da haben wir also den indirekten Aufruf, jetzt sollen wir zählen. Aufs Erste, rein. Das ist das Kennzeichen der göttlichen Weisheit. Reinheit. Und da sehen wir bei Daniel, er wollte sich nicht verunreinigen. Und darum hat Gott ihm dann seine Weisheit gegeben. Das ist das Kennzeichen der wahren Weisheit, die sucht die Reinheit. Und dann friedsam, gelinde, folgsam, also von Gott her ist man biegsam, voll Barmherzigkeit und guter Früchte. Das Wort und steht auch im Griechischen. Das heißt also, das gehört zusammen. Unparteiisch und dann ist Nummer 7 ungeheuchelt. Das sind die 7 Kennzeichen der Weisheit von Gott. Nur als kleiner Hinweis nebenbei, in Sprüche 10 geht es um Frau Weisheit. Im Kontrast zu Frau Torheit. Ich habe heute Morgen schon erklärt, dass Chochma, Weisheit auf Hebräisch, ist auch weiblich wie auf Deutsch. Und darum wird die Weisheit, die göttliche Weisheit, verglichen mit einer Frau. Und dann steht dort in Sprüche 10, die Frau Weisheit hat ein Haus gebaut und ihre 7 Säulen ausgehauen. So, und jetzt wissen wir, was die Inschriften sind auf diesen 7 Säulen. Auf der ersten Säule steht rein, dann der zweite Säule friedsam und so weiter bis Nummer 7 ungeheuchelt. Und jetzt sehen wir auch, das noch zum Schluss, und dann machen wir Pause, was die Auflösung des Problems ist, wenn wir 1. Korinther 8 lesen. 1. Korinther 8, Vers 1. Was aber die Götzenopfer betrifft, so wissen wir, denn wir alle haben Erkenntnis. Die Erkenntnis bläht auf. Die Liebe aber erbaut. Da sagt einer, und das ist ein beliebtes Wort heute, das ist nicht so wichtig, dass man viel Bibelwissen hat. Die Bibel sagt ja, Erkenntnis bläht auf. Wichtig ist, dass man Liebe hat. Ja, aber jetzt geht es weiter. Wenn jemand sich dünkt, er erkenne etwas, so hat er noch nicht erkannt, wie man erkennen soll. Wenn aber jemand Gott liebt, der ist von ihm erkannt oder anerkannt. Also hier wird eben gezeigt, es gibt 2 Arten des Erkennens und des Wissens. Eine Art, das ist nicht die richtige Art, und die macht stolz. Aber die richtige Art des Erkennens ist dann, wenn man eine Beziehung hat zu Gott, zu dem Herrn Jesus. Und wenn man Gott liebt und sein Wort liebt, und diese Art der Weisheit, die bläht nicht auf. Die ist aufs Erste rein, dann friedsam und so weiter bis hin zu ungeheuchelt. Und so müssen wir sagen, eben es geht nicht um diese Art der Weisheit, wo man wissen kann und leben kann ganz anders. Diese Art des Wissens, die macht stolz. Und wir können bei uns immer wieder testen, wenn wir die Bibel studieren oder wenn wir Kommentare studieren, Vorträge anhören und so weiter. Was geschieht bei mir? Macht es mich stolz?
dann ist etwas falsch. Aber wenn ich merke, ich liebe den Herrn noch mehr, ich bekomme Freude an seinem Wort und es ist mir ein Anliegen, das auch umzusetzen in meinem Leben, dann ist es die richtige Art von Erkenntnis. Und denken wir, in Hosea 4 steht, mein Volk geht zugrunde aus Mangel an Erkenntnis. Und das ist das Problem heute, wo man sagt, Erkenntnis und Bibelwissen, das ist nicht wichtig, sondern wichtig ist die Liebe. Ja, aber wie soll man lieben, wenn man nicht weiß, wie? Was echte Liebe ist? Echte Liebe ist zum Beispiel Kompromisslosigkeit gegenüber dem Bösen. In 1. Korinther 13 heißt es, die Liebe freut sich nicht mit der Ungerechtigkeit. Aber wenn man gegenüber der Ungerechtigkeit einfach so eine innere Toleranz zeigt, dann ist das nicht die Liebe von Gott. Und so sagt Hosea, mein Volk geht zugrunde an Mangel an Erkenntnis. Aber was wir nicht brauchen, ist einfach eine Erkenntnis, dass man dann einen Bachelor dafür bekommt. Ich habe vor kurzem von einer Studentin eine Ausarbeitung bekommen, eine biblische Ausarbeitung, und dafür hat sie einen Bachelor bekommen. Ja, da muss ich mich fragen, ja, aber was bedeutet dieser Bachelor? Ging es darum, jetzt eben eine Auszeichnung zu haben, die vor der Welt ist? Oder geht es darum, eben diese Weisheit zu lernen, die man auch im Leben umsetzen möchte? Es ist ganz anders, wenn einer sagt, ich muss da einen Bachelor machen in Theologie, weil gehe ich in dieses muslimische Land als Missionar, muss ich einen Bachelor nachweisen können, damit ich dort diese Arbeit aufnehmen kann. Also die Überlegungen sind dann ganz anders. Und dann sucht man nicht einen geistlichen Titel. Ich kann einen mir auch sagen, warum hast du in Archäologie und das im Rahmen von Theologie einen Doktortitel gemacht? Gut, das ging nicht darum, einen geistlichen Titel zu erwerben. Und ich habe mich zuerst abgefragt, als mir das Angebot gemacht wurde, sie könnten das und das machen, und soll ich das wirklich? Und ich habe mir gesagt, ja gut, ich mache so oft Vorträge über Bibel und Wissenschaft. Und jetzt habe ich da ein Angebot, das so auf meine Situation mit Familie und so weiter zugeschnitten ist. Das ist noch ideal, diesen Doktor in Archäologie zu machen und Judaistik. Eben einfach als Ausweis, dass man wissenschaftlich gearbeitet hat. Aber nicht als geistlicher Titel. Ich hoffe, man versteht, was ich meine. Und das ist das Wichtige, eben, dass dieses Wissen nicht stolz macht. Und ich habe das so oft erlebt, wie Bibelschüler und Studenten der Theologie, wie die später stolz geworden sind. Über ihr intellektuelles Können. Und die können dann sagen, es gibt zu diesem Thema, gibt es eigentlich so in der Literatur 6 verschiedene Ansichten. Die können auch sagen, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Die können sagen, welchen Kommentaren das steht. Und dann sagen sie, ich würde sagen, Ansicht 3, das entspricht mir. Aber ich könnte auch mit 5 leben. Aber was ist das Problem? Die wissen nicht, was stimmt. Es geht doch nicht darum, dass man intellektuell einfach aufzeigen kann, das und das, das gibt es. Sondern was wir brauchen, sind geistliche Überzeugungen. Was ist Gottes Gedanke? Da hat mir vor kurzem einer gesagt, ja, ich hätte mal vor, da über dieses Thema Prophetie und so weiter, da ein Buch zu schreiben. Da habe ich gemerkt, der hat überhaupt keine Überzeugungen. Und ich habe gedacht, es wäre besser, wenn das so ein Buch nicht schreiben würde. Und das fand er nicht so toll. Aber es ist ja wichtig, dass das, was wir weitergeben, dass wir das nicht einfach weitergeben, weil wir denken, ja, das könnte so sein, aber vielleicht ist es auch nicht so. Und in der Art sollte man auch nicht predigen. In 1. Petrus 4 steht, wenn jemand redet, der rede als Aussprüche Gottes. Also muss ich immer abfragen, das, was ich weitergebe, bin ich wirklich überzeugt, dass der Herr so denkt und dass er das möchte, dass ich das weitergebe. Und wenn man nicht sicher ist, dann muss man das nicht weitergeben. Da hat mir einer mal gesagt,
immer wenn du so predigst, du bist immer so überzeugt. Und ja, da habe ich ihm gesagt, weißt du, über die Dinge, wo ich nicht sicher bin, predige ich gar nicht. Aber das ist der Punkt, wir müssen ja nicht das weitergeben, wo wir nicht ganz sicher sind. Und ich habe ihm dann auch gesagt, es ist sogar noch dann möglich, wenn man ganz überzeugt ist, dass man sich noch in einem Punkt irrt. Ja? Das ist so, das macht uns demütig. Aber wir sollen sicher nicht über diese Dinge predigen, wo wir gar nicht sicher sind, dass sie Gottes Gedanken sind. So, jetzt haben wir die Pause verdient. Wir fahren weiter und ich möchte noch zurückkommen auf die Verse 6 und 7. Daniel, Hanania, Misael und Asaria bekamen neue Namen. Und zwar bekamen sie akkadische, das heißt babylonische Eigennamen. Die Namen, die sie zuvor hatten, wiesen alle hin auf den wahren Gott, den Gott der Bibel. Daniel heißt, mein Richter ist Gott. Dan heißt Richter, I ist mein, Dani heißt mein Richter. El bedeutet Gott, also Daniel, mein Richter ist Gott. Wobei man bedenken muss, dass das Wort Richter auch die Bedeutung hat von Advokat. Wenn in den Psalmen gesprochen wird über Gott, den Richter der Waisen und Witwen, dann bedeutet das nicht, dass er die Waisen und Witwen richtet, sondern als Advokat vor Gericht ihnen zum Recht verhilft. Also Daniel wusste mit seinem Namen, mein Richter ist Gott, Gott ist der, der mir zu meinem Recht verhilft. Und das hatte er erlebt in Daniel 1 und dann in 2 und so weiter. Aber jetzt sollte er heißen Belet-Shara-Uzur. Bel, schütze den König. Ich habe schon erklärt, Bel wurde auch gesehen als eine andere Manifestation von Marduk, dem Hauptgott von Babylon. Bel wurde gesehen als der Gott der Atmosphäre. Und weist eigentlich gerade auf den Satan hin, nach Epheser 2, Vers 2, den Fürsten der Gewalt der Luft. Also mit anderen Worten, man versuchte, diese jüdischen Jungs völlig zu entwurzeln, kulturell und auch in ihrem Glauben. Darum also dieser Name, anstatt der wahre Gott, der zum Recht verhilft, wird mit dem Namen hingewiesen auf Bel, der den König schützen solle. Aber merkt man die inhaltliche Nähe, ja, von dem Richter, der hilft, und dann von Bel, der dem König hilft durch Schutz. Hanania bedeutet, gnädig ist der Herr, nicht Gott. Ja ist die Abkürzung von Jahwe, der Ewigseiende. Also Hanania, gnädig ist der Herr mit Großbuchstaben, das heißt der Ewigseiende. Nun sollte er den Namen Sadrach tragen. Akkadisch ausgesprochen Shadurakku. Shadurakku heißt, ich fürchte mich. Aber das war ein ganz typischer Ausdruck in Babylon. Denn man lehrt in Babylon, der Mensch sollte vor den Göttern eine Haltung der Furcht und des Schreckens haben. Und das drückte man eben aus mit diesem Wort Shadurakku. Also, anstatt dass er wusste um den wahren Gott, den Herrn, der eben in gnädiger Weise im Leben eingreift. Ein Gott, vor dem man nicht Angst hat, aber Ehrfurcht hat, das schon. Jetzt sollte er Shadurakku heißen, also einer, der in Schrecken versetzt ist, und zwar vor einem babylonischen Gott. Wohlverstanden. Misael heißt, wer ist wie Gott? Und er sollte im Akkadischen heißen, Misha Akku. Wer ist wie Akku?
Merkt man auch da wieder der Bezug zum ursprünglichen Namen, aber jetzt soll er eben durch seinen Namen an den Mondgott Akku erinnert werden. Ich habe Akku, den Mondgott, etwas ausgeführt in Fußnote 8. Mondgott Akku oder Sin wurde dargestellt als alter Mann mit Bart. Die Babylonier sagten, dieser Gott sei ein weiser, unergründlicher Gott, dessen Pläne kein Gott kennt. Und weiter wurde gesagt, wörtlich, der die Schicksale für weit entfernte Tage festlegt. Ach wo, wir werden gleich sehen, in dem Traum, der eben bis in die Endzeit hindeutet, in Kapitel 2, die Priester von Akku, die wussten nichts von der Bedeutung dieses Traumes. Ja, und Akku wurde ferner auch verehrt als Urheber des Lebens. Aber denken wir an Daniel 5, Vers 23. Es geht dort um Belsazar und Daniel sagt, der Gott, der deinen Lebensatem, dein Odem in der Hand hält, ihn hast du nicht geehrt. Und er sagt ihm voraus, dass er unter das Gericht Gottes kommt. Noch in derselben Nacht wurde er durch einen Schwertstreich durch die Perser, die in die Stadt hineinkamen, nach der letzten Party getötet. Also Akku, der Urheber des Lebens, konnte Belsazar nicht retten vor dem Gericht des wahren Gottes. Er wurde auch verehrt als Wächter und Leiter der Menschen, als Richter des Himmels und der Erde und als Herr der Schicksale. Übrigens sagte man von Akku Sin auch, er mache Menschen und Vieh zahlreich. In Babylonien war die Stadt Ur ganz speziell dem Mondgott geweiht. Darum gab es dort auch eine Kopie des Turmes von Babel, einen Stufenturm, eine Zikkurat, die in der Zeit von Abraham gebaut worden war. Also Abraham, der Stammvater Israels, von dem Daniel abstammte, war ursprünglich ein Mondgottverehrer. Und er lebte ja in dieser Stadt zusammen mit seiner Frau Sarai. Und der Bibeltext sagt uns in 1. Mose 11, Sarai war unfruchtbar. Merkt man diese Ironie? Der Mondgott, dem die Stadt Ur geweiht war, macht Menschen und Vieh zahlreich, aber er hat völlig versagt bei Sarai. Und dann erschien der wahre Gott. Und welcher Gegensatz? Er erschien. Apostelgeschichte 7 sagt, der Gott der Herrlichkeit erschien unserem Vater Abraham, als er noch in Ur in Chaldäa war. Ja, der Mondgott wurde verehrt als das Glanzlicht des Himmels. Aber was ist dieses aschfahle Licht gegen den Gott der Herrlichkeit, der Abraham dann erschien? Und wenn Gott erscheint, als Gott der Herrlichkeit, dann müssen wir daran denken, das war auch so bei Saulus. Er war vor Damaskus um die Mittagszeit als ein Licht vom Himmel, das den Glanz der Sonne übertraf, ihn überwältigte. Das ist der Gott der Herrlichkeit. Sein Licht heller als das Sonnenlicht. Welcher Kontrast. Eben Abraham war ein Verehrer dieses Mondgottes, dieses aschfahle Licht. Und dann dieses Licht heller als die Sonne. Und was sagte der wahre Gott zu Abraham? 1. Mose 12 finden wir die Berufung, die in Ur in Chaldäa stattgefunden hatte. Gehe aus deinem Haus, aus deiner Verwandtschaft hinaus und ich will dich zu einem großen Volk machen. Er sollte nicht nur ein Kind bekommen, sondern er sollte sogar Stammvater des Volkes Israel, einer großen Nation werden und schließlich Stammvater des Retters der Welt. Und darum sagt Gott, in deiner Nachkommenschaft sollen gesegnet werden alle Geschlechter der Erde. Ja, das wusste alles Daniel. Und seine Freunde, auch als da dieser Name gegeben wurde.
Wer ist wie der Mondgott? Ja, wer ist wie dieses aschfahle Licht? Aber für ihn galt weiterhin, wer ist wie Gott? Dieser Gott der Herrlichkeit. Und dann bleibt uns noch Abednego. Der hieß früher Azaria. Azar heißt helfen. Azaria heißt der Herr, also der Ewige, hilft. Und jetzt sollte er heißen Abednego. Abed heißt Diener. Kennt man ja von vielen muslimischen Namen, auch im Arabischen. Abdullah. Abdullah heißt Knecht von Allah. Und er hieß Abednego. In einer anderen Form Nego. Diener von Nebu, also diesem Gott der Offenbarung und Weisheit. Und merken wir, es ist umgekehrt. Diener von Nebu heißt, er soll Nebu gewissermaßen helfen. Es war ja auch so, die Babylonier lehrten, die Götter hätten die Menschen geschaffen, damit diese ihnen Arbeiten abnehmen würden. Ja, also die waren zu faul, um zu arbeiten, darum wurden Menschen geschaffen. Und eben ein Abednego, der sollte gewissermaßen eben ein Diener der Götter sein, damit die dann ausruhen können. Aber wie schön ist der Kontrast? Azaria, der Herr hilft. Gott ist nicht unser Diener, aber er hilft uns. Und seine Kraft und seine Macht steht uns eben, ich kann nicht sagen zur Verfügung, aber er will sie für uns einsetzen, zu unserem Wohl, zu unserem Guten. Ja, mit diesen Namen haben sie sich abgefunden. Und es ist ja auch interessant, im Neuen Testament, da lesen wir von treuen Gläubigen, Philipper 2, von einem gläubigen Mann, der so treu war im Dienst, dass er fast gestorben war. Und dann hat aber der Herr sich über Paulus erbarmt und schließlich diesen Freund wieder aufleben lassen. Das war Epaphroditus, ja? Und der hatte seinen Namen nicht geändert. Das heißt, der Aphrodite geweihte. Und wir sehen im Neuen Testament viele Gläubige, man lese nur Römer 16, diese vielen Namen dort. Nereus, das ist der Gott des Meeres und so weiter. Aber die hatten mit den Namen keine Probleme. Das war dann einfach eben ihr Eigenname, aber das war so kein Problem. Und darum müssen wir zum Beispiel auch kein Problem haben, wenn wir sagen, am nächsten Sonntag. Ja, das ist Sonntag heißt ja dem Sonnengott geweihte Tag. Ja, aber der heißt einfach so. Wir wissen schon, dass das der Tag des Herrn ist. Und dass das der Tag ist, wo wir unsere Energie und Kraft nicht für unser Geschäft einsetzen. Das machen wir auch für den Herrn. Aber eben, dann ist der Tag des Herrn, das ist der Tag, wo wir zusammenkommen als Gemeinde und wirklich die Sache des Herrn noch mehr Priorität hat als an den anderen Tagen. Aber wir haben kein Problem, wir können sagen Montag, aber das erinnert doch an den Mondgott. Natürlich erinnert das an den Mondgott, wir wissen, das ist überhaupt kein Gott. Das ist ein toter Stein und die Amerikaner haben das ja erlebt, voller Staub, als sie da hinaufkamen. Verstaubter und das Gesicht völlig zerschlagen von Meteoren. Weil er keine Atmosphäre hat, wurde er immer ganz brutal so beschossen und unglaubliche Löcher. Und das wussten wir ja schon immer, dass der keine Kinder geben kann, ja? Dieser Akku oder Sin. Aber das müssen wir unterscheiden, das ist nicht das Gleiche wie eben Götzenopfer essen. Da geht es dann wirklich eben darum, dass man ausdrückt, da ist eine Gemeinschaft mit diesen falschen Göttern da, aber wenn es halt jemand einen komischen Namen, Vornamen bekommen hat, muss er nicht ins Grübeln verfallen. Ich habe zwar einen Bekannten, der hieß früher Shiva, so wie der höchste Gott im Hinduismus. Und der hat sich dann bekehrt und jetzt heißt er Peter. Aber zum Nachnamen heißt er immer noch Shiva Kumar. Aber da muss er sich nicht darum kümmern. Das ist ein bisschen schwieriger, den Nachnamen noch zu wechseln. Aber jetzt heißt er Peter. Ja, das soll eben doch helfen,
diesen Unterschied zu sehen. Diese Namen, das waren dann einfach Namen, aber diese vier Jungs ließen sich innerlich nicht entwurzeln und blieben dem Herrn wirklich treu. Ja, und jetzt kommen wir zu Kapitel 2. Und im zweiten Jahr der Regierung Nebukadnezars hatte Nebukadnezar Träume. Und sein Geist wurde beunruhigt und sein Schlaf war für ihn dahin. Und der König befahl, dass man die Schriftgelehrten und die Beschwörer und die Zauberer und die Chaldäer rufen sollte, um dem König seine Träume kundzutun. Und sie kamen und traten vor den König. Und der König sprach zu ihnen, ich habe einen Traum gehabt und mein Geist ist beunruhigt, um den Traum zu wissen. Und die Chaldäer sprachen zu dem König auf Aramäisch. Und jetzt, das nächste Wort ist dann Aramäisch im Grundtext. Also da wechselt die Sprache. Aramäisch war nämlich immer mehr die Verkehrssprache im Babylonischen Reich. Das hatte schon ein bisschen begonnen bei den Assyrern, aber es war dann ganz stark bei den Babyloniern. Die sprachen Akkadisch, das ist Babylonisch. Ein anderer Dialekt von Akkadisch ist Assyrisch. Also das ist sehr nahe beieinander. Das, was die Assyrer sprachen, was die Babylonier sprachen. Aber weil es ein großes Reich wurde im Nahen Osten, eignete sich Aramäisch sehr gut als Verkehrssprache. Und so wurde Aramäisch gewissermaßen das Englisch von damals. Und auch später, als dann die Perser an die Macht kamen, da war nicht Persisch die Weltsprache, sondern Aramäisch, ja, über das ganze Reich von Teilen Afrikas bis nach Indien. Mit Aramäisch kam man durch. Und es gab ja auch eine Post im Persischen Reich und man hat sogar noch einen Postbotensack aus der Zeit des Persischen Reichs gefunden mit aramäischen Briefen drin. Fantastisch, nicht wahr? Übrigens, das ist dann der Dialekt, den man eben im Buch Daniel findet und im Buch Esra. Also, ich lese jetzt weiter. Was sagen diese Leute? O König, lebe ewiglich. Das war so die übliche höfliche Begrüßung, aber man sollte sich auch bei Grüßungen Gedanken machen, nicht wahr? Hätte Nebukadnezar an den wahren Gott geglaubt, wäre das etwas anderes. Johannes 3, Vers 16 sagt, also hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen einzigen Sohn gab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren gehe, sondern ewiges Leben habe. Aber ohne den Sohn Gottes, wie kann man dann sagen, o König, lebe ewiglich? Das ist ein babylonisch frommer Wunsch, ja? O König, lebe ewiglich. Sage deinen Knechten den Traum, so wollen wir die Deutung anzeigen. Der König antwortete und sprach zu den Chaldäern, die Sache ist von mir fest beschlossen. Wenn ihr mir den Traum und seine Deutung nicht kundtut, so sollt ihr in Stücke zerhauen und eure Häuser sollen zu Kotstätten gemacht werden. Wenn ihr aber den Traum und seine Deutung anzeigt, so sollt ihr Geschenke und Gaben und große Ehre empfangen. Darum zeiget mir den Traum und seine Deutung an. Nun, das Ereignis wird datiert auf das zweite Jahr der Regierung Nebukadnezars. Die Bibelkritiker, die sagen, das Buch Daniel sei viel später geschrieben worden, die sind auf die Suche gegangen nach allen möglichen Fehlern im Buch. Eben, sie wollen ja zeigen, das hat einer viel später geschrieben, der keine Ahnung hatte. Dann sagen sie, seht ihr, das ist doch ganz falsch. Im zweiten Jahr der Regierung Nebukadnezars hat er diesen Traum, Daniel kann ihn deuten und am Schluss des Kapitels wird er befördert. Ja, aber diese Jungs mussten doch 3 Jahre in die Schule. Da geht es ja nicht auf mit der Zeit. Das wäre ja dann im zweiten Jahr. Aber eben das Problem ist, die meinen tatsächlich, aus dem 20. Jahrhundert wüssten die mehr über die Zeit von Daniel als eben ein Daniel damals in Babylon. Hier wird nicht gesagt,
im zweiten Jahr, nachdem eben Jerusalem erobert worden war. Die Chronologie war so. Ich habe das hier aufgeführt. Im Jahr 606 vor Christus, drittes Jahr Joachims, war die Wegführung nach Babylon. Und da begann die dreijährige Ausbildung in Babylon. Aber erst im Jahr 605 vor Christus wurde Nebukadnezar König. Das war sein erstes Regierungsjahr. In diesem Jahr war übrigens zuerst noch die berühmte Schlacht von Karkemisch. Da mussten die Babylonier noch Ägypten besiegen, um dann die volle Vorherrschaft im Nahen Osten zu haben. Und diese Schlacht von Karkemisch wird im Buch Jeremia datiert auf das vierte Jahr Joachims. Sehen wir? Das ist eben 605. Also ganz wichtig, die Eroberung von Jerusalem in Daniel 1,1, das war noch vor der Schlacht von Karkemisch. Und dann im Jahr 605 war das so, in der Mitte des Jahres, nach unserem Kalender, hat Nebukadnezar da den Sieg errungen und dann ging er schnell nach Babylon und wurde im Herbst König. Und das war dann sein, da begann sein erstes Regierungsjahr und das war natürlich Daniels zweites Ausbildungsjahr. Und dann, 604 vor Christus, war Nebukadnezars zweites Regierungsjahr und das war Daniels drittes Ausbildungsjahr und nachher wurde er befördert. Also es geht schön auf. Aber da hat einer noch ein Problem. Ja, das akzeptieren wir nicht einfach so. Das steht doch in Daniel 1, Vers 1. Im dritten Jahr der Regierung Joachims, des Königs von Juda, kam Nebukadnezar, der König von Babel, nach Jerusalem und belagerte es. Ja, aber da war er ja schon König. Oh. Was sagt man dazu? Was sagen wir zu einer Sonntagsschullehrerin, die ihren Schülern sagt, der König David hütete die Schafe seines Vaters. Absolut korrekt. Der König David hütete die Schafe seines Vaters, nur er wurde viel später König. Aber das war nichtsdestotrotz der König David, der damals Schafe hütete. Und Daniel schrieb das Buch Jahrzehnte später, nicht wahr? Hat er das Buch Daniel fertiggestellt. Und im Rückblick sagt er eben, der König Nebukadnezar kam nach Jerusalem und belagerte es. Aber das bedeutet nicht, dass er damals schon König war. Aber es war er, Nebukadnezar, der König von Babel. Ja, also es ist ja so, wenn man jemanden nicht liebt, dann hört man ständig Fehler aus seinem Mund. Ja? Und so ist es auch in Ehen, wo es nicht gut geht. Da sagt vielleicht sie oder auch er, siehst du, jetzt hast du gesagt. Was habe ich gesagt? Ja, du hast es doch gesagt. Ich habe es doch nicht so gemeint. Doch, du hast es so gemeint. Ja, aber ich weiß doch, was ich meine. Nein, du hast das gesagt. So geht das. Kommunikation, wo man sich versteht, das funktioniert nur, wenn man Liebe hat. Und sonst wird man sich immer missverstehen. Das ist einfach so. Und das sehen wir übrigens ganz schön auch im Johannesevangelium. Da wird der Jesus vorgestellt im ersten Vers, im Anfang war das Wort. Und das Wort war bei Gott und das Wort war Gott. Also der Herr Jesus wird genannt das Wort. Das heißt, Gott offenbart sich und spricht zu uns Menschen durch seinen Sohn. Darum kam auch der Sohn in diese Welt und wurde Mensch. Und hat uns gezeigt, wer der Vater ist. Und nun ist es so, gerade im Johannesevangelium finden wir ganz viele Dialoge, wo der Herr Jesus mit Menschen spricht. Und wir finden ganz viele Beispiele, wo es Streit um Wörter gibt oder Schwierigkeiten um Wörter. Ich war, der Herr Jesus ist im Tempel und sagt, Johannes 2, brech diesen Tempel ab. Brech diesen Tempel ab. Und in 3 Tagen werde ich ihn wieder aufrichten. Und dann kommen die führenden Juden und sagen, 46 Jahre ist an diesem Haus gebaut worden und du willst ihn in 3 Tagen wieder aufrichten. Und Johannes erklärt, er sprach von dem Tempel seines Leibes. Ja, aber sie haben ihn nicht verstanden.
Aber es wäre ganz einfach gewesen, sie hätten gesagt, ja, aber wie meinst du das jetzt? Du brichst diesen Tempel ab, in 3 Tagen baue ich ihn wieder auf. Dann hätte der Herr das ihnen erklären können. Aber sie haben ihn abgelehnt und darum ging die Kommunikation nicht weiter und sie haben sich geärgert. Der hat so gegen den Tempel gesprochen. Dann kommt das nächste Kapitel, Kapitel 3. Und da kommt ein berühmter Rabbiner, der Lehrer Israels wird er genannt, Nikodemus. Nachts zum Herrn Jesus, sagt, du bist ein großartiger Lehrer. Wir wissen, der Herr Jesus geht gar nicht darauf ein und sagt, ihr müsst von Neuem geboren werden. Dann sagt er, wie kann man von Neuem geboren werden? Man kann doch nicht wieder zurück in den Mutterschoß. Und dann erklärt der Herr Jesus, nein, das ist auch nicht so gemeint. Sondern es geht da um eine Wiedergeburt, die geschieht durch Wasser, durch das Wort und durch den Heiligen Geist. Nämlich so, wie das in Hesekiel 36 beschrieben wird. Wenn es um die Wiedergeburt Israels in der Zukunft geht. Der Jesus sagt, du bist der Lehrer Israels und weißt dieses nicht. Hätte das eigentlich wissen sollen. Aber dieser gute Mann, im besten Sinn des Wortes, der hat nachgefragt. Von neuem geboren werden. Aber wie ist das gemeint? Und der Herr erklärt es. Dann gehen wir zu Kapitel 4. Der Jesus begegnet der samaritischen Frau am Brunnen und dann sagt er, gib mir zu trinken. Sie ist erstaunt. Es kommt zu einem weiteren Gespräch. Wie ist es möglich, dass du als jüdischer Mann mich bittest? Und dann sagt der Herr Jesus, wenn du die Gabe Gottes kenntest und wer es ist, der mit dir redet, würdest du mich gebeten haben und ich hätte dir lebendiges Wasser gegeben. Du hast gar kein Schöpfgefäß. Also das Wort lebendiges Wasser, Mayim Chayim auf Hebräisch, ist der normale Ausdruck für frisches Quellwasser. Und sie meinte zuerst, die war nicht ein bisschen beschränkt und sagte, ja, aber wie kannst du mir lebendiges Wasser geben, hast du kein Gefäß. Sie dachte, er sagt, ich kann dir Quellwasser geben, anstatt nur Brunnenwasser. Aber du hast ja gar kein Gefäß, wie machst du das? Und dann erklärt der Herr immer mehr, was es bedeutet, lebendiges Wasser. Und so geht das weit durchs ganze Johannesevangelium. Es ist nicht unser Thema, ich möchte nur das als Ansporn fürs weitere Studium geben. Zum Beispiel später, der Herr predigt in der Synagoge in Kapernaum und sagt, wer nicht mein Fleisch isst und mein Blut trinkt, da haben sich viele geärgert. Wie kann das sagen? Der kann doch nicht uns sein Blut zu trinken geben. Das ist ja Kannibalismus, nicht wahr? Aber der Herr erklärt später, meine Worte sind Geist und Wahrheit. Das ist geistlich, bildlich gemeint. Aber die haben sich geärgert, weil sie den Herrn ablehnten und die haben nicht nachgefragt, ja, wie meinst du das jetzt? Fleisch essen. Der Herr hätte es ihnen erklärt. Und so geht das weiter. Man denke noch ein letztes Beispiel an Lazarus ist gestorben. Und der Herr geht dann dorthin nach Bethanien und der Herr Jesus sagt den Jüngern, er schläft. Das war klar, er war ja tot. Das Wortspiel ist das. Wir unterscheiden im Deutschen zwischen Schlafen und Entschlafen. Ja? Entschlafen heißt dann klar sterben. Aber im griechischen Grundtext gibt es diesen Unterschied nicht. Es ist wirklich das gleiche Wort schlafen und entschlafen. Aber es kann bedeuten, der normale Schlaf des Menschen oder gestorben. Es war zweideutig. Und der Herr hat gesagt, Lazarus schläft. Und ich gehe hin, ihn aufzuwecken. Ja, und die Jünger fragen dann, ja, aber was, er schläft. Und im Verlauf des Kapitels wird auch das geklärt. Und wir sehen, diejenigen, die den Herrn ablehnten, die konnten nicht verstehen, was gemeint war. Und diejenigen, die nachfragen, den Herrn liebten, die konnten verstehen. Und so funktioniert wahre Kommunikation. Und das ist eben der Grund, warum Menschen, die Gottes Wort ablehnen, die stolpern laufend über sogenannte Widersprüche in der Bibel. Das muss so sein. In 1. Petrus 2 steht, dazu sind sie gesetzt. Das hat nichts mit Calvinismus zu tun. Denn Petrus sagt, die sich, da sie dem Wort nicht gehorchen, daran stoßen, wozu sie auch gesetzt sind. Da
Das heißt, weil sie nicht gehorchen, setzt Gott sie dazu, dass sie zu Fall kommen. Also wenn jemand nicht will, dann lässt Gott ihn stürzen über all solche scheinbaren Hindernisse. Und das ist wieder so ein Beispiel. Die suchen nach Fehlern, sagen sie, das zweite Jahr von Nebukadnezar ist eine falsche Chronologie. Aber der, der den Herrn liebt, der studiert die Bibel weiter und dann kam er zum Königtum. Ja, es geht ja genau auf. So einfach, dass man das in drei Zeilen kann man das erklären. Ja? In Vers 2 sehen wir, wie die Schriftgelehrten, Beschwörer, Zauberer und Chaldäer zum König kommen. Es gab ganz viele verschiedene Priesterklassen in Babylon. Übrigens, der Ausdruck hier übersetzt mit Chaldäer sollte eigentlich bedeuten Astrologenpriester. Im Aramäischen gibt es eben dieses Wort für Chaldäer, das sowohl bedeutet, solche, die zum Stamm der Chaldäer gehörten, das war der wichtigste Stamm von Babylon, zu dem auch Nebukadnezar gehörte, und das gleiche Wort bezeichnet auch Astrologenpriester. Also hier geht es jetzt nicht um den speziellen Stamm, sondern man müsste übersetzen Schriftgelehrte, Beschwörer, Zauberer und Astrologen rufen. Der König war nach babylonischer Ansicht der oberste Leiter der ganzen Priesterschaft. Das ist also ähnlich wie in Thailand. Dort wird der König betrachtet als der oberste Buddhist des Landes. Und jetzt müssen wir uns mal vorstellen, der König Nebukadnezar quasi als Oberster der ganzen Priesterschaft von Babylon, die in direktem Kontakt mit den Göttern standen. Und die Babylonier lehrten auch, dass oft die Götter sich direkt dem König offenbaren durch Träume. Ja. Und jetzt hat er einen Traum gehabt und er war ganz unruhig. Er merkte, dass dieser Traum wirklich etwas ganz Besonderes bedeutete. Aber er selber wusste nicht, was es bedeutete. Als Oberster von allen Priestern. Und eben seine untergebenen Priester, die wussten auch nicht, was dieser Traum soll. Und Nebukadnezar war so schlau, dass er ihnen nicht erzählt hatte, was er geträumt hatte. Ich war der Pharao damals zur Zeit von Josef. Der war so freundlich, dass er seine zwei Träume erzählt hatte. Und Josef war dann der Einzige, der sie deuten konnte. Aber Nebukadnezar war sich klar, das ist ein Risiko. Ich meine, dann passiert es wie beim tiefen Psychologen. Erzählt man den Traum und dann erklärt er alle Einzelheiten im Traum, was das zu bedeuten hat. Ja, natürlich, die können alles erzählen. Aber müsste man einem solchen Psychologen, tiefen Psychologen sagen, bitte sagen Sie, was ich geträumt habe und dann, was das bedeutet. Dann haben Sie Probleme. Die hatten auch Probleme. Die haben gesagt, ja, bitte sag uns den Traum. Kein Problem, wir sagen dann dir dann die Deutung. Aber er war genug intelligent. Wenn Sie wirklich in Verbindung standen mit den Göttern, dann können die Götter Ihnen auch den Traum sagen. Nun, da fragt man sich, ja, aber hinter diesen Göttern stehen ja wirkliche dämonische Mächte. Warum haben die das diesen nicht erzählt? Ganz einfach, weil Gott gesagt hat, das wird nicht erzählt. Ja, das ist so ähnlich wie dort zur Zeit von Josaphat. Da waren falsche Propheten. Da, als Josaphat sich mit Ahab verbunden hatte, und dann kam ein wahrer Prophet, Micha. Und er hat gesehen, im Himmel Gott, der über allem thront, und dann kamen die Engel vor ihn. Und dann kam der Satan, genannt der Geist. Und Gott erlaubt ihm, ein Lügengeist zu sein im Munde all der Propheten von Ahab. Aber Gott musste die Erlaubnis geben, dass die gehen konnten und lügen konnten. Es hätte auch sein können, dass Gott sagt, und da wird gar nichts gelogen, gar nichts gesagt. Das ist Gottes Souveränität, er kann zulassen,
er kann es auch nicht zulassen. Oder wie bei Hiob, in Hiob 1 und 2, da sehen wir, Satan hat gesagt, Hiob ist nur so fromm, weil es ihm so gut geht und Gott erlaubt, du darfst seinen Besitz antasten. Da ging alles kaputt. Und nachher sagt er, ja, der ist nur treu, weil er gesund ist. Man gibt alles her. Das ist ja so, oder? Wenn das Haus runterbrennt, ist es eine Katastrophe, man ist am Boden zerstört. Aber wenn es dann plötzlich an die eigene Gesundheit geht, ja, dann merkt man, lieber das Haus unten und ich oben, ja, mit der Gesundheit. Das ist das Letzte. Und dann sagt Hiob, sagt Satan, Hiob ist nur so treu, weil es ihm so gut geht mit der Gesundheit. Gut, du darfst seine Gesundheit antasten. Da sehen wir, biologischer Kampf, das gab es im Reich der Finsternismächte schon vor Jahrtausenden. Ja, bei den Menschen gibt es das erst jetzt. Ein Freund von mir, ein Universitätsprofessor in Düsseldorf, hat mir einmal gesagt, er würde aufgrund des Buches Hiob und der Krankheitsindizien darauf schließen, dass es Pest war, was Hiob hatte. Das könnte man heute mit Antibiotikum behandeln. Das sind ja Bakterien, Pestbakterien. Ja, also der Satan hat Hiob krank gemacht. In dem Maße, wie Gott das erlaubte, war das möglich. Und jetzt eben hier hat Gott nicht erlaubt, dass diese Priesterschaft eine Information bekam über den Traum von Nebukadnezar. Sie konnten es nicht. Warum? Weil das war bereits Mission im Alten Testament. Ganz Babylon sollte wissen, wer der wahre Gott ist. Und das nach diesem scheinbaren Erfolg der Babylonier über die Juden. Ja, genau dann. Da sehen wir, Mission ist nicht erst ein Thema im Neuen Testament, sondern bereits im Alten Testament. Denken wir an Josefs Geschichte. Auch damals wurde klar, der Pharao, der war ja gewissermaßen der inkarnierte Sonnengott. Der wusste nicht einmal, was sein Traum bedeutet. Was ist das für ein oberster Gott von Ägypten, der nicht mal weiß, was sein Traum bedeutet? Und dann kommt ein Hebräer aus dem Knast und er kann das deuten. Und das stimmt, das hat sich alles erfüllt, genau wie er es erklärt hat. Das war ein Zeugnis für ganz Ägyptenland, wer der wahre Gott ist. Und auch später, als die Plagen über Ägypten kamen, all diese Plagen waren ja Schläge gegen die Götter von Ägypten. Happy, der Nilgott, der Lebensspender. Ja, was, wenn der Herr, der Gott Israel, sagt, er wird zu Blut, niemand kann mehr davon trinken, dann kann Happy schreien und tun, wie er will. Ja, er kann ja gar nicht schreien, ist ja nur ein Fluss, ja. Und all die weiteren Plagen sind Schläge gegen diese Götter von Ägypten. Ganz Ägyptenland konnte erkennen, unsere Götter sind nichts. Aber der Gott dieses Sklavenvolkes, der Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs, das ist der wahre Gott. Und so sollte das eben auch hier sein in Babylon. Darum hat Gott diese ganze Dramatik zugelassen. Bitte erklär uns, sag uns den Traum, wir sagen dir die Deutung. Ja, den Trick kannte Nebukadnezar. Und er sagte, ja, ihr wollt nur Zeit gewinnen. Er macht also klar im Weiteren, die müssen sterben. Entweder deuten oder sterben. Ich lese nochmals Vers 6 und dann weiter. Wenn ihr aber den Traum und seine Deutung anzeigt, so sollt ihr Geschenke und Gaben und große Ehre von mir empfangen. Darum zeigt mir den Traum und seine Deutung an. Sie antworteten zum zweiten Mal und sprachen, der König sage seinen Knechten den Traum. So wollen wir die Deutung anzeigen. Der König antwortete und sprach, ich weiß zuverlässig, dass ihr Zeit gewinnen wollt. Übrigens, der Ausdruck, dass ihr Zeit gewinnen wollt, in der griechischen Übersetzung des Alten Testaments, in der Septuaginta, die oft im Neuen Testament zitiert wird, die hat hier das Wort gebraucht, das später Apostel Paulus benutzt in Epheser 5, Vers 16, wo er sagt, wir sollen die Zeit auskaufen, denn die Zeit ist böse. Also, das ist in einem ganz anderen Zusammenhang. Eine wichtige Sache, wir müssen Zeit gewinnen. Und für den Herrn. Ja, warum müssen wir sie gewinnen? Ja, weil sie uns ständig geklaut wird. Von wem? Das sind so kleine Kästchen. Handys und die allerbesten, meinen viele, iPhones. Aber es ist unglaublich, die klauen die Zeit förmlich.
Und auch gibt es größere Kästchen, die kann man so aufklappen. Ja, das sind Laptops. Es ist unglaublich, was die uns an Zeit klauen wollen. Wenn das nicht mehr einfach Arbeitsinstrumente sind, dafür zu gebrauchen, was sie uns dienen können. Aber wir dürfen ihnen nicht dienen. Und so müssen wir die Zeit auskaufen, Zeit gewinnen, denn die Tage sind böse. Ja, aber da sagt ihr das in einem anderen Zusammenhang. Ich weiß zuverlässig, dass ihr Zeit gewinnen wollt, weil ihr seht, dass die Sache von mir fest beschlossen ist, dass, wenn ihr mir den Traum nicht kundtut, es bei eurem Urteil verbleibt. Denn ihr habt euch verabredet, Lug und Trug vor mir zu reden, bis die Zeit sich ändere. Die warten, bis bessere Zeiten kommen. Darum saget mir den Traum und ich werde wissen, dass ihr mir seine Deutung anzeigen könnt. War schlau, das ist die Garantie. Die Chaldäer antworteten vor dem König und sprachen: Kein Mensch ist auf dem Erdboden, der die Sache des Königs anzeigen könnte, weil kein großer und mächtiger König jemals eine Sache wie diese von irgendeinem Schriftgelehrten oder Zauberer oder, jetzt übersetze ich, Astrologen verlangt hat. Denn die Sache, welche der König verlangt, ist schwer. Und es gibt keinen anderen, der sie vor dem König anzeigen könnte, als nur die Götter, deren Wohnung nicht bei dem Fleisch ist. Ja gut, deren Wohnung nicht bei dem Fleisch ist. Aber die haben ja zum Beispiel den Turm von Babel gebaut mit diesen Stufen und obendrauf ein kleines Haus, das Allerheiligste, damit eben die Götter da runtersteigen und die Menschen konnten über die Stufen hinaufsteigen und dort den Göttern begegnen. Ja, also sie sollten ja den Link darstellen zu den Göttern. Aber jetzt wird klar, da ist nicht viel wert. Dieser halt wird der König zornig. Ich habe gesagt, der ist so emotional und unkontrolliert. Dieser halt wurde der König zornig und er grimmte sehr. Und er befahl, alle Weisen von Babel umzubringen. Und der Befehl ging aus und die Weisen wurden getötet. Die alte Elberfelder erklärt in der Fußnote hier, die Form des aramäischen Zeitwortes deutet an, dass die Tötung eben erst begann. Also in einem Prozess. Das war wirklich dramatisch. Also, das begann schon, dass ein Weiser um der andere umgelegt wurde. Und man suchte Daniel und seine Genossen, um sie zu töten. Also aus irgendeinem Grund war Daniel bei dieser Audienz beim König nicht dabei. Aber eben, das Reich war ja groß und es gibt auch Berufsreisen und so weiter. Daniel war also nicht gerade verfügbar. Dann hat die Tötung begonnen und jetzt sucht man Daniel und seine Genossen, um sie zu töten. Da erwiderte Daniel mit Verstand und Einsicht dem Arioch. Oh, der hat einen interessanten Namen. Habe ich erklärt. Bei Kapitel 2. Erst bei Vers 24 habe ich das hingeschrieben, dort kommt dieser Arioch nochmals vor. Arioch ist akkadisch Eri Akku, Diener des Mondgottes. Eben, das ist dieser Mondgott, alter Mann mit Bart, weiser, unergründlicher Gott, dessen Pläne kein Gott kennt, der die Schicksale für weit entfernte Tage festlegt, Urheber des Lebens, Wächter und Leiter der Menschen. Ah, Wächter und Leiter der Menschen, der müsste doch Kontakt aufnehmen. Wenn seine Arbeiter jetzt umgebracht werden. Interessant, also dieser Arioch ist da eine wichtige Person. Daniel, da erwiderte Daniel mit Verstand und Einsicht dem Arioch, dem Obersten der Trabanten des Königs, welcher ausgezogen war, um die Weisen von Babel zu töten. Er antwortete und sprach zu Arioch, dem Oberbeamten des Königs: Warum der strenge Befehl vom König? Da tat Arioch die Sache dem Daniel kund. Da sehen wir, er war also nicht mal informiert, was da genau war. Und Daniel ging hinein
und er bat sich von dem König, dass er ihm eine Frist gewähren möge, um dem König die Deutung anzuzeigen. Das war natürlich für Nebukadnezar doch interessant. Was bringt es mir, wenn alle umgebracht sind? Weiß ich immer noch nicht, was der Traum bedeutet. Also gehe ich aufs Angebot mal ein. Könnte ja sein. Hierauf ging Daniel in sein Haus. Und er tat die Sache seinen Genossen, Hanania, Misael und Asaria, kund. Auf dass sie von dem Gott des Himmels Barmherzigkeit erbitten möchten, wegen dieses Geheimnisses. Damit nicht Daniel und seine Genossen mit den übrigen Weisen von Babel umkämen. Also da sehen wir so schön, Daniel geht heim und spricht mit seinen Freunden über das Problem. Und zwar so, dass er eben den Vorschlag macht, jetzt gehen wir zusammen ins Gebet. Daniel war ein Mann des Gebets. Und zwar eben, der auch mit anderen zusammen beten wollte. Dort wusste er, gibt es die Lösung. Und dann Vers 19, hierauf wurde dem Daniel in einem Nachtgesicht, in einem Traum, das Geheimnis geoffenbart. Ja, also der wahre Gott kann es mitteilen. Die Götter Babels konnten es nicht. Da pries Daniel, den Gott des Himmels. Da sehen wir, Daniel ist nicht nur ein Mann des Gebets und der Bitten, sondern auch der Anbetung. Und er dankt für die erhörten Bitten. Ein so wunderbares Gebet folgt, eine Anbetung. Daniel hob an und sprach, gepriesen sei der Name Gottes von Ewigkeit zu Ewigkeit. Denn Weisheit und Macht, sie sind sein. Und er ändert Zeiten und Zeitpunkte, setzt Könige ab und setzt Könige ein. Er gibt den Weisen Weisheit und Verstand den Verständigen. Ah, sehen wir das Prinzip, der Weise bekommt noch mehr Weisheit. Ja, wir haben gesehen, Daniel war nämlich schon weise, bevor er nach Babel kam. Wo steht das? Ja, in Daniel 1. Da stand doch in Vers 4, man musste Jungs suchen von Israel, die schön waren von Ansehen und unterwiesen in aller Weisheit und kenntnisreich und mit Einsicht begabt. Also, die suchten nach intelligenten Jungs. Also, der war schon vorher gebildet. Nun, was war das Bildung in Israel damals? Ja, Daniel konnte Hebräisch lesen und schreiben. Warum haben Juden im Allgemeinen so gut schreiben können? Auch Leute, die nicht adlig waren wie Daniel. Ganz einfach. Das Lesen und Schreiben war in Israel in der Zeit der Könige viel verbreiteter als bei den Völkern rund um Israel. Warum wissen wir das? Man hat in der Archäologie viele Siegel gefunden. Siegel benutzte man in Alltagsgeschäften beim Kaufen und Verkaufen, wurden die Dinge versiegelt. Und man hat nirgends, weder im Libanon noch in Jordanien, also im Norden, wo die Ammoniter waren, Mitte, wo die Moabiter waren, im Süden die Edomiter oder bei den Philistern und so weiter, hat man so viel Siegel gefunden wie in Israel. Und da wird ganz drastisch deutlich, dass kein Volk dort in diesem Umfeld so schreibfähig im Alltag war wie die Israeliten. Nun, also irgendwie, muss man als Archäologe sich sagen, hatten die Juden eine besondere Motivation zu schreiben, mehr als die Völker rundherum. Ja, natürlich, weil die hatten die Heilige Schrift. Die hatten das Alte Testament und das war Gottes Wort und das wussten sie. Und das motivierte sie, auch schreiben und lesen zu können. Um zu Hause zum Beispiel auf irgendwelchen Scherbenstücken auch Bibelverse aufschreiben zu können. Hat man auch, das ist auch belegt aus Israel, aus der Archäologie. Das hat motiviert. Und ein Daniel kannte die heiligen Schriften.
Und jetzt kam er nach Babylon. Wir haben gemerkt, der junge Mann ist da recht gut im Schuss, hat wirklich was drauf. Aber das war nicht irgendwelche weltliche Bildung, sondern das war die Kenntnis der Heiligen Schrift. Und jetzt sehen wir, diese Weisheit, die er hatte, führte ihn dazu, weil es wahre Weisheit war, ein reines Leben zu führen. Er nahm sich in seinem Herzen vor, sich nicht zu verunreinigen. Und Gott hat das belohnt, indem er ihm erst recht Weisheit gegeben hat und seinen Freunden. Und diese Weisheit hat ihn nicht stolz gemacht, sondern abhängig vom Herrn. Er geht wieder ins Gebet mit seinen Freunden und Gott gibt ihm wieder Weisheit. Und diese Weisheit hat ihn auch wieder nicht stolz gemacht, sondern ihn zu mehr Treue gebracht. Noch als alter Mann, werden wir später sehen, kam er als Treuer in die Löwengrube. Also es ist eine Spirale. Wahre Weisheit führt zu Treue und diese Treue führt dazu, dass Gott wieder Weisheit gibt. Und diese Weisheit führt zu Treue und diese Treue führt dazu, dass Gott wieder Weisheit gibt. Und so geht das weiter. Das ist die wahre Weisheit. Und darum sagt Daniel im Gebet, er gibt den Weisen Weisheit. Nicht denen, die in Torheit das Wort Gottes ablehnen. Nein, den Weisen gibt er Weisheit und Verstand den Verständigen. Bei den Banken ist das so. Da hat mir ein Bankier gesagt, ja, wer bekommt Kredite? Das sind die Leute, die schon was haben. Und dann hat er mir tatsächlich, von der CS war der, hat er mir gesagt, ja, bei uns gilt, wer da hat, dem wird gegeben werden. Ja, das hat er aus dem Neuen Testament, ja. Und der Herr Jesus sagt noch weiter, und wer nicht hat, dem wird selbst das genommen werden, was er zu haben meint. Und so gilt, den Weisen gibt der Herr Weisheit. So geht das weiter. Und dann wollen wir noch schließen. Er offenbart das Tiefe und das Verborgene. Eben nicht diese Götter, von denen man sagte zum Teil, dass sie das Tiefe und Verborgene wüssten. Nein, nur der wahre Gott. Er weiß, was in der Finsternis ist und bei ihm wohnt das Licht. Man denke an 1. Timotheus 6, Vers 16, dem König der Könige, der allein Unsterblichkeit hat, der ein unzugängliches Licht bewohnt. Bei ihm wohnt das Licht. Gott in seiner absoluten Gottheit hat noch nie ein Geschöpf gesehen. Darum sagt Paulus dann dort in 1. Timotheus 6, Vers 16, den keiner Menschen je gesehen hat, noch sehen kann. Aber der Sohn hat den Vater gesehen. Und darum steht in Johannes 1, Vers 18, dass er den Vater geoffenbart hat. Dass er Gott geoffenbart hat. Weil er selber Gott ist, kennt er, was es heißt, eben Gott zu sein, ein unzugängliches Licht zu bewohnen. Und er wurde Mensch, um uns zu erzählen, wer Gott ist. Gott der Vater, Gott der Sohn und Gott der Heilige Geist. Ich, Gott meiner Väter. Und da besinnt er sich wieder darauf, es ist der Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs. Man spricht heute von der abrahamitischen Ökumene. Ja? Also wir müssen, bevor wir eine Ökumene machen mit allen Religionen, man denke an das Gebetstreffen in Assisi vor Jahren, das war noch mit Papst Paul II. Aber wie gesagt, man muss zunächst mal eine Ökumene der abrahamitischen Religionen hinkriegen. Das wären also alle die, die sich auf Abraham berufen. Juden, Christen und Muslime. Ja, abrahamitische Religion, also der Gott Abrahams, wer ist das? Ja, eben der Gott Abrahams. Da würde ich sagen, ja, aber meinen Sie den Gott vor der Bekehrung oder nach der Bekehrung? Vorher war es der Mondgott und nachher der Gott der Herrlichkeit. Aha. Also bevor man eine abrahamitische Ökumene macht mit dem Gott, der als Symbol einen Halbmond über den Gebetshäusern hat, da muss man sich im Klaren sein, es gibt den Gott Abrahams vor der Bekehrung und den Gott nach der Bekehrung. Aber der nach der Bekehrung war nicht der gleiche. Denn der vor der Bekehrung, der konnte keine Kinder geben. Und der nach der Bekehrung hat Isaak gegeben. Und dann das Volk Israel und dann der Retter der Welt, der Herr Jesus. Und darum, ganz wichtig, dich, Gott meiner Väter, ist der Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs, das ist der Gott Abrahams nach der Bekehrung.
Lobe und rühme ich, dass du mir Weisheit und Kraft gegeben und mir jetzt kundgetan hast, was wir von dir erbeten haben, denn du hast uns die Sache des Königs kundgetan. Fahren wir nächstes Mal da bei Vers 24 weiter. Wir wollen zum Schluss noch zusammen beten. Herr Jesus, wir danken dir, dass wir dich kennen dürfen, dass wir den Vater kennen dürfen. Und wir möchten dir danken für dein Wort, das vollkommen ist. Und danke, dass du uns hilfst, zu deinem Wort zu stehen, auch in dieser Welt, die sich gegen dein Wort wendet. Hilf uns, ein klares Zeugnis zu sein und dass wir das Beispiel von Daniel und seinen Freunden auch in unserem Leben übertragen, umsetzen, dass uns ermutigt, dir wirklich treu nachzufolgen, in echter Demut, aber in Überzeugung für deine Wahrheit. Lass uns ein Zeugnis sein in einer Welt, die so in der Finsternis ist und dich, den Gott des Lichts, der ein unzugängliches Licht bewohnt, nicht kennt. Danke, dass wir dich kennen dürfen.